2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Moin, Mittwoch, 6. Mai 2015, 19.10 Uhr, Millerton Nummer 19. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier wieder im Konferenzraum der Fernräume. Die Jalousien sind runtergezogen, das heißt, ich kann das wunderbare Wetter nicht sehen, was da draußen herrscht. Immerhin ist kein Dom mehr, von daher werden wir auch da nicht gestört. Wir sitzen hier noch zu viert, werden hoffentlich gleich zu fünft sein, wenn Justus rüberkommt. Und freuen uns auf eine spannende Sendung mit einem Gast, komme ich gleich noch drauf. Begrüße aber erstmal mir gegenüber sitzend in einem braunen St. Pauli-T-Shirt, wie überraschend, Sebastian. Moin. Na, Ben, wie geht's dir? Inzwischen wieder entspannt, schöner Tag. Ich war immer draußen, wenn die Sonne schien und exakt auf dem Weg von der U-Bahn zu den Fanräumen hat mich dann der Regenguss erwischt, aber was macht man nicht alles für so einen Podcast? Richtig. Zu seiner Rechten im Pulli und mit Hemd für uns als Fashion, Beauty und Modebeauftragter, ja. Wilko. Lammwolle übrigens. Ein blauer Lammwollpulli, möchte ich sagen. Die Marke möchte ich nicht sagen, aber es ist eine Marke, die, glaube ich, diese Size-Zero-Strategie fährt. Auf jeden Fall ist mein einziger XL-Pulli, möchte ich betonen. Und selbst der sieht ein bisschen wurstig aus. Ich bin ganz froh, dass es nur Radio ist. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich bin gewohnt gut angezogen, freue mich auf den Abend. Hallo. Nein. Gut, last but not least, ihm gegenüber im ganz dezenten Schwarz, Jan. Moin, hallo. Guten Abend. Dem einen oder anderen vielleicht unter dem Namen Jan auch geläufig, aber etwas bekannter unter dem Namen Jan-Philipp Kaller, wahlweise auch Schnecke genannt. Und du bist dann der Stargast für die zweite Hälfte. Freuen wir uns sehr drauf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, ich freue mich auch. Und wir vermissen heute zwei Teilnehmer, nämlich Wolf, der aus familiären Feiergründen verhindert ist, und Christoph, der sich vor lauter Arbeit nicht mehr retten kann, weil er so beschäftigt ist mit Fußball und Liebe, kleiner Werbejingle, für den 14. bis 16. Mai am Millerntor. Da bitte alle, die in Hamburg sind, gerne vorbeikommen, guckt euch das an, lohnt sich. Wer gleich hoffentlich noch dazukommen wird, ist Justus. Der sitzt momentan noch beim ständigen Fanausschuss, aber der kommt dann gleich rüber und dann sitzen wir hier zu fünft. Gut, was haben wir vor? Zum einen, Rückblick auf die letzte Sendung können wir kurz halten. Es waren alle begeistert, können wir euch nur empfehlen. Henrik und Sven waren großartige Gäste, haben geredet über gefühlte 500 Jahre Fanladen, tatsächlich nur 25. Kam sehr gut an. Trotz einer Länge, die 90 Minuten hauchdünn überschritt. Ja, um nochmal 90 Minuten überschritten, ne? Ja, oder sowas in der Richtung. Dritte und vierte Halbzeit. Wir werden uns heute beschäftigen mit den Spielen gegen Nürnberg in Heidenheim und RB Leipzig. Wir werden die zweite Folge unserer beliebten Kategorie Wilko liest verfolgen, die er diesmal tatsächlich selber liest und sich nicht dafür den Originalautoren hat. Richtiger Leser, falsches Heft, aber das kläre ich gleich noch auf. Okay. Was? Achso, egal. Klärst du gleich auf, ja. Und dann in der zweiten Hälfte unterhalten wir uns natürlich mit demjenigen, der gerade für 3 Jahre verlängert hat und am Samstag in seinem 100. Zweitligaspiel 3 Tore schießen wird. Und da freuen wir uns besonders drauf. Ja. So, fangen wir an. Das Spiel, was am längsten her ist und die meisten noch ganz böse irgendwie aus den Gehirnwindungen hervorkramen müssen, ist das Heimspiel gegen Nürnberg. Wilko, du warst da. Ja, und ich hätte, wenn es hier nicht stünde, fast auch gar nicht mehr gewusst, dass es ein Freitagabendspiel war. So weit weg ist das schon. Und ich kann mich, habe aber eine gute Erklärung für meinen Gedächtnisverlust. Und zwar die komplette emotionale Zertrümmerung beim Tor. War es schon die Nachspielzeit genau oder was? Ja. Alle haben sich gefreut, sind ausgeflippt und ich konnte mich gar nicht freuen. Also paralysiert, könnte man fast sagen. Davor kann ich wirklich wenig Substanzielles jetzt zu diesem Spiel beitragen. Ich hätte auch mit dem 0-0 leben können, das weiß ich noch. Und hab dann nochmal recherchiert, dass wir Heimspiele eigentlich immer ganz gut dastehen. Und
da haben die Tor, das habe ich mich sehr geärgert, dass gegen Aue dann nix rumkam. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das war auch 0-0, ne? Da war. Ja. Du hast den Satz jetzt ein bisschen wirr aufgebaut, ja, aber ansonsten kann das schon stimmen, ja. Ich muss mich erstmal warm reden. Naja, okay. Wie, was ist das denn überhaupt? Ratsherrn, kein Dittmarscher? Ja, ich probiere das mal. Okay. Ja, Dittmarscher kommt ja nicht rum. Wir haben den Namen, glaube ich, jetzt 200 Mal gesagt in 19 Folgen. Haben sie immer noch nicht gemeldet. Und ja. Sie haben sich noch nicht gemeldet, deswegen steigen wir jetzt um. Ja, gut. So. Ratsherrn. Genau. Aber du stehst doch kicken gerade. Wie ist denn, wie kann man denn da paralysiert sein? Du wirst doch spätestens umgekegelt, oder nicht? Ja, aber das war mir alles egal. Also es hat mich tatsächlich getroffen wie ein Blitz, dieses Tor. Und das ist auch ein Verhalten, was ich von mir gar nicht kenne. Aber ich konnte mich wirklich nicht freuen. Ich war emotional zertrümmert. Finde ich bei einem Siegtreffer überraschend. Mir geht das so bei, jetzt mal vorgreifend, bei dem 2-1 in Heidenheim in der 88. stand ich da auch und dachte so, toll, 2-1, 2-0. Aber bei einem 1-0 in der Nachspielzeit, wo irgendwie klar ist, das wird's. Hast du nicht mehr mit uns gerechnet? Nee, genau, ich hatte schon alles abgeschrieben. Ich war nun innerlich schon das Stadion verlassen. Nee, so schlimm nicht, aber tatsächlich schon Horrorszenarien durchgespielt. Ich habe ja hier mit meinem guten Namen öffentlich versprochen, dass hier nicht abgestiegen wird. Und ja, deswegen habe ich das in der Tat. Und da hattest du Selbstzweifel? Vor kurz, dem Tor? Ganz kurz hatte ich Selbstzweifel. So kenne ich dich gar nicht. Ja, ich weiß, aber auch. Oh, Götterirren. Oh, ja, ja, gut. Jan, wie hast du denn das Tor von Lasse in der 90. Minute mitbekommen? Warst du im Strafraum? Nee, ich darf leider bei Standardsituationen nicht mit nach vorne gehen. Ich werde vom Trainer mal hinten eingeteilt, damit unsere großen Kopfballstärkeren Spieler nach vorne dürfen. Und ja, hat man mal wieder gesehen, dass Lasse das ganz gut kann und super Ecke von Dennis war es, glaube ich. Kopfballtor von Lasse. Ja, und solche Tore kurz vor Schluss zu Hause am Müllerntor, ja, das ist war nochmal wie so ein Vulkanausbruch, was die Stimmung angeht. War, glaube ich, sowieso wieder mal super Stimmung und dann schießt er so kurz vor Schluss noch den Siegtreffer. Ja, war überragend. Aber ich glaube auch, dass viele sich schon eigentlich mit einem Unentschieden und einem torlosen 0-0 angefreundet hatten. Daher umso schöner, dass es nicht wie gegen Aue 0-0 ausgegangen ist, sondern dass wir da 3 Punkte mitnehmen konnten. Ja, ich habe das Ganze im Urlaub verfolgt, weil ich hatte bei der Urlaubsbuchung noch darauf gehofft, dass es ein Montagsspiel wird und dann wäre ich wieder da gewesen. So saß ich also in der Skybar mit Deutschland-Trikots um mich rum in diesem Club. Das war schlimm. Ist aber, das mit Zeitverschiebung oder so? Hast du das irgendwie so vormittags um 11 gucken? Nee, Fuerteventura. Also ging noch, war eine Stunde und wir hatten immerhin auch es geschafft, dass die Einzelspieloption lief. Also es waren außer uns nur auch St. Pauli-Fans da, zumindest zu dem Spiel. Bei den anderen Erstligaspielen war teilweise ein bisschen mehr los. Da wäre es schwieriger geworden, sich zu einigen, aber da war es eindeutig. Und ja, als der Ball dann da so den Innenpfosten küsste und reinlief, da war der Club schon gewahr dem Fakt, dass St. Pauli-Fans anwesend waren, sage ich mal so. War ganz laut. Wo du sagst, du darfst nicht in den Strafraum bei Standards, ne? Ich habe hier gerade die FIFA 15-Werte von dir und Ralf Gunesch gegenüber. Und Kopfballgenauigkeit ist bei dir mit dem Wert von 68 angegeben. Kurz eine Frage. Bei Ralle eine gute 20. Bei Ralle immerhin eine 64, aber du bist besser. Da darf ich was uns alle nicht überrascht, aber gut. Noob, was FIFA angeht, stellen. Was ist denn das für eine Skala? Ich bin auch totaler Noob, aber so wie die Werte aussehen, würde ich sagen von 0 bis 100. Und 100 ist gut. Dann ist über 50. Würde ich auch so sagen, ja. Über 50 ist gut, oder? Ja, über 50 reicht. Positiv. Ja. Was hat Messi denn bei Kopfballgenauigkeit? Ja, bestimmt unter 50. Ich habe mir nur gute Leute ausgedruckt, also deswegen habe ich nur Kala und Gunesh hier. Okay, ja. Ansonsten zu dem Spiel, glaube ich, muss man nicht so viel sagen. Es war, ich glaube, ein typisches 0-0, wie auch das jetzt am Sonntag. Aber es endete halt 1-0 für uns. Wie jetzt auch das am Sonntag. Kann so bleiben. Möchte noch jemand was ergänzen? Ich fand typisches 0-0 gerade ungerecht für das am Sonntag, aber darüber reden wir dann gleich noch. Okay. Wobei eigentlich sogar eher
mit Vorteilen für Nürnberg. So ja, von den Chancen her. Also, aber das ja, interessiert ja keinen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich glaube, dass viele sich von uns schon mit dem 0-0 angefreundet haben, weil wir nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewesen sind. Ja. Aber am Ende kam es dann anders. Am Ende kackt die Ente. Genau. Sehr gut. Ja, dann können wir direkt überleiten zu Sebastians Auswärtsfahrt nach Heidenheim. Ja, ich fahre ja nicht so oft auswärts, von daher ließ ich mich da dann quasi von Freunden nötigen, dann nochmal mitzufahren. Der war ganz nett, bis auf Fußball. Wobei, ich fand Fußball eigentlich auch ganz nett, um es mal so rum aufzuzäumen. Eigentlich fand ich das Spiel gar nicht so schlecht, wie es hinterher von vielen gemacht wurde. Ich fand die erste Hälfte eigentlich ganz fein, hätte nur ein Ball ins Tor gehen müssen. Ich glaube, Lasse hatte irgendwie sowas wie 3 Kopfbälle Richtung Tor, aber alle dann irgendwie so den Zentimeter nicht richtig erwischt, dass sie halt mit Druck kamen, sondern immer so ein bisschen so eine Bogenlampe, die dann relativ leicht irgendwie rausgefischt wurde. Ich glaube, es gab auch irgendwann in der zweiten Hälfte noch einen Lattenschuss von Chris Nöte auch. Ja. Ich glaube, ja, kurz vor Schluss. Also so, da ging was, aber es ging dann doch nichts. Dann fiel irgendwie kurz nach der Pause, ich gucke jetzt nochmal, genau, in der, wo stehen hier die Tore? Also der Kollege gegenüber, Mike, druckt ja immer brav die Spielberichte aus. Ich kann die nur immer lesen. Ja, oben drüber, direkt unter dem Ergebnis. Doch, ja, hier kurz. Kurz nach der Pause, in der 62. Minute, so schnell verfliegt die Zeit, fiel dann das blöde Gegentor. Das war, glaube ich, auch aus unserer Sicht. Also wir standen irgendwie quasi hinter dem einen Tor. Das St. Pauli-Tor war dann das gegenüberliegende. Von daher habe ich es natürlich nur sehr zweidimensional gesehen. Aber es sah irgendwie ein bisschen unglücklich verteidigt aus, sowas kommt vor. Und es war gefühlt auch so die erste richtige Torchance für Heidenheim. Dass der dann reinging, war irgendwie sehr Asche. War der Elfer ein Berechtigter? Hat irgendwer das im Fernsehen gesehen? Ja, ja. Ich glaube, den kann man pfeifen. Das kann man auch vielleicht in die Kategorie unglücklich verteidigt aufnehmen. Also wir setzen natürlich voraus, dass alle Elfmeter gegen St. Pauli immer unberechtigt sind. Sowieso wie alle. Aber wenn man da einen etwas neutraleren Winkel ansetzen möchte, dann könnte man den schon geben, das denke ich auch. Aus meiner Perspektive standen die beiden Beteiligten halt ungefähr einen Meter auseinander, aber wie gesagt... Es ist halt A, total ungefährliche Situation oder relativ ungefährliche. Sie ist direkt am Zipfel des 16-Meter-Raums und da sind 2, 3 andere drumrum. Also Cooper muss ihn da... Er läuft eigentlich auch weg vom Tor. Ja, genau. Also läuft aus dem Strafraum raus eher noch. Muss man da nicht so hingehen. Und wenn man es tut, muss man sich nicht wundern, wenn der fällt. Ja. Das war schon ein bisschen blöd. Nein, jedenfalls willst du erst... Ja, erstes Tor war dieser Wechsel mit hin und wieder. Da warst du im Strafraum, gell? Genau, ja. Das war so ein... Ich glaube, deren linker Seite haben die einen Einwurf, verlagern das Spiel rüber auf ihre rechte Seite, dann kommt der Ball irgendwie reingeflogen von Schnatterer und zwischen Waldi und mir läuft der Gegenspieler rein und kriegt den Ball gerade noch so erwischt und bringt den irgendwie wieder rein, wo dann, weiß gar nicht genau, wer das war, frei im 5-Meter-Raum bei uns auftaucht und ja, das war schlecht verteidigt von uns, das können wir in 2, 3 Situationen vorher einfach viel besser auflösen, dann kommt es gar nicht so weit. Und ärgerlich, dass wir in Heidenheim in so einem Spiel in Rückstand geraten, wo wir, glaube ich, in einem der wenigen Spiele mal deutlich mehr Torchancen hatten als der Gegner und nicht wirklich was draus machen. Und dann da so in Rückstand zu geraten, das war schon sehr ärgerlich, ja. Wie spricht man darüber in der Kabine, wenn ihr jetzt in der Halbzeit seid? Ich meine, bis dahin habt ihr gemerkt, da kann schon was gehen. Es ist Lien ja nicht als Offensivfeuerwerkstrainer bekannt, sondern die Sicherheit hinten ist schon mal eher Priorität. Gibt er da irgendwie eine Änderung noch mit auf den Weg oder sagt man erstmal weiter so? Nee, wir wollten so weiterspielen. Wir sah gut aus, erste Halbzeit. Da gebe ich dir recht, ja. Von daher... Wir wollten nicht irgendwie nachlassen oder anders spielen, sondern es sollte schon weitergehen und weiter nach vorne gespielt werden. Und zu dem anderen Punkt, ja, die Null sollte stehen. Ich glaube, seitdem Ewald bei uns Trainer ist, haben wir sehr, sehr viele Spiele, gerade auch zu Hause am Millerntor, bestritten, wo hinten die Null gestanden hat. Und das war auch so ein bisschen der Garant dafür, dass wir ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben. Ja. Definitiv. Aber
Trotzdem vorne Tore schießen ist dadurch ja auch nicht verboten. Ja, immerhin durfte mein Sohn dann nochmal jubeln. Magst du erklären, warum, Sebastian? Weil Christopher Nöte in der 90. Minute noch ein schönes Tor gemacht hat. Das war wirklich schön. Aber dann auch irgendwie nach dem 2:0 gefühlt, nee, stimmt nicht, aber es war dann mal richtig konsequent in den Ball gegangen und einfach draufgesammelt aus einer entsprechenden Distanz. Das war ganz schön. Das Tor war eigentlich total schön. Es war nur ein bisschen spät, von daher, das war dann so eine Situation, wie Wilko sie eben vom Nürnberg-Spiel geschildert hat. Da hat der Schiri einfach nicht lang genug nachspielen lassen. Naja, eben. Immer bis das Tor für uns fällt, so. Richtig. Aber um mich herum sprangen alle jubelnd in die Luft und ich dachte so, kein Punkt ist kein Punkt ist kein Punkt. Das ist dann... aber schönes Tor und dein Sohn kriegt was? Ein Euro für jedes Tor, was Chris Nöte schießt? Genau, kurze Erklärung. Meine Frau hat sich irgendwann mal auf Nöte eingeschossen und wir haben ihn beide sehr vehement verteidigt, sowohl mein Sohn als auch ich. Und seitdem haben wir gesagt, okay, wenn der da wirklich so schlecht ist, würde er ja nicht mehr treffen, dann kannst du ja für jedes Tor meinem Sohn einen Euro geben. Und hat sich dann, also er ist inzwischen 7, das ist für ihn immer noch ein kleines Vermögen. Und nachdem er sich tatsächlich nach der ersten Halbzeit eher enttäuscht abgewandt hatte und gesagt hatte, naja, wird heute nichts mehr und ein Punkt ist schon okay, war das dann doch noch der Moment, wo er etwas jubeln konnte. Aber ansonsten, ja, war es jetzt nicht so der beste Tag, weil unser Trainer hat sich auch noch den Arm gebrochen. Ja, das wollte ich auch noch gerade sagen. Während des Spiels mitbekommen oder erst im Nachhinein? Ich habe schon mitbekommen, dass er hingeflogen ist, dass er dann auch danach erstmal nicht mehr gestanden hat, sondern auf der Bank gesessen hat, hat man auch irgendwie gesehen. Es war auf, ich habe rechts gespielt und die Auswechselbank war auf unserer linken Seite, von daher jedes Mal, wenn man das Spielfeld so ein bisschen überblickt hat, hat man auch die Trainerbank im Hintergrund gesehen und da war irgendwie seit dem Moment nicht mehr so viel Alarm wie davor, aber ich glaube, nach kurzer Behandlungszeit ging es für ihn dann auch unter Schmerzen mit Vollgas weiter und ja, jetzt trägt er einen komischen blauen Verband am Arm. Wie seid ihr denn nach Hause gefahren? Seid ihr mit dem Bus gefahren oder mit dem Zug? Oder seid ihr sogar geflogen von Stuttgart aus oder sowas? Wir sind... Also, Frage, stand er auf der Rückfahrt unter Drogen oder wir hat er das... Sind, glaube ich, mit dem Zug gefahren, ja. Hat er das... Wir sind mit dem Zug gefahren. Aber da war er dabei oder ist er da noch ins Krankenhaus? Nee, er war mit dabei und ist dann hier in Hamburg abgeholt worden und ins Krankenhaus gefahren. Und dann eine Geschichte gemacht wie für die Medien. Er wird operiert und steht gleich am nächsten Tag wieder auf dem Platz, um seinen Spielern zu zeigen, was für harte Hunde man im Abschließkampf braucht. Bis auf die und Knochen. Wir hatten direkt wieder die nächste Videoanalyse an der Backe. Ja, klar, kann von ihm natürlich ein Zeichen gewesen sein. Ich glaube, er ist einfach jemand, der so ein paar Tage ohne Fußball auch wehtun. Ja. Zu Heidenheim noch, ich fand das ganz spannend, die sind ja relativ jung in der Liga, dieses Jahr das erste Mal, irgendwie sieht auch alles unfassbar neu aus da, wenn man da ankommt, das fand ich total absurd, das ist ja irgendwie ein Kuhkaff, Entschuldigung Heidenheim, aber es ist eher kompakt. Wir waren schön, mit, aber ja, schön. Sehr idyllisch, so als Vorort. Schönes Schloss. Die haben ein Schloss, das habe ich nicht gesehen. Aber ja, wir hatten noch keine Zeit, wir mussten Fußball gucken. Ich glaube, alle haben irgendein Schloss außer Hamburg, also außer norddeutsche Städte, oder? Also sobald man Bergedorf hat doch ein Schloss. Ah ja, gut. Ansonsten, wir haben das Stadion. Ja, gut, du guckst mich jetzt an wie so ein Bekloppter. Ich musste wirklich überlegen. Also es ist tatsächlich so, dass im Süden haben fast alle ein Schloss, ne? Und hier nur so abgeranzte Burgen, wenn sie überhaupt noch stehen und haben hier alles niedergemetzelt irgendwann und die haben schon besser aufgepasst auf ihre Sachen im Mittelalter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Schön, schön in Heidenheim auf jeden Fall. Es war so ein bisschen absurd für mich, weil wir kamen da irgendwie in diesen Ort rein und überall standen Ordner und haben irgendwie gefuchtelt und einem erklärt, wo man wie hin kann. Dann waren wir an irgendeiner Stelle, wo dann so ein Parkplatz ausgeschildert war, haben schon gemerkt, das ist eher der VIP-Parkplatz, sind dann aber trotzdem mal hin nach dem Motto, der wird uns schon sagen, wo wir parken können. Der hat uns dann erklärt, ja, da hinten irgendwie 300 Meter geradeaus, 300 Meter rechts, da ist ein Netto, da könnt ihr auf dem Parkplatz. Meine Vorstellung war halt irgendein Supermarkt, irgendein Parkplatz. Da standen dann aber beim Netto, beim Parkplatz auch wieder gefühlte 50 Ordner. Dummerweise war dann der Parkplatz exakt 2 Autos vor uns voll. Und dann sind wir ins Wohngebiet gefahren und haben da was gefunden. Das war eigentlich ganz nett. Man läuft dann auf dem Weg zum Stadion so an irgendwie 3 Trainingsplätzen und einem Baseballplatz vorbei, was ich recht cool fand. Baseball ist irgendwie mal ganz was anderes.
Habe ich mir zweimal erklären lassen, den Sport. Hast du ihn nicht verstanden? Ich finde da intellektuell keinen Zugriff, könnte man höflich sagen. Aber wenn du ehrlich bist, ist das bei Fußball nicht groß anders. Nee, aber ja, doch da komme ich insoweit mit, dass ich überhaupt das Spielprinzip verinnerlicht habe, was bei Baseball mir total abgeht. Also ich habe früher selber Baseball gespielt. Also wir hatten einen Ball oder einen Stock sozusagen. Und da hört es dann für uns auf. Also bist wenn man du? Den Ball getroffen hat, ist man losgerannt. Aber so das ganze Konzept mit wann jetzt genau wer gewonnen hat, das haben wir nie. Aber du bist dir sicher, dass du Baseball meinst, weil Ball und Stock und losrennen könnte auch Hockey sein. Nee, nee. Hockey hätte ich kein Talent für. Nö. Es gibt so tolle Filme mit Madonna, mit Kevin Costner. Ich gucke doch keine Filme. Du bist raus. Du guckst ja keine Filme. Nee. Stimmt. Blöd. Zu lang für deine Aufmerksamkeit. Ja, dann letztes Mal zu lang für meine Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Wieso was? Madonna, Kevin Costner, bist du Jeck? Das können doch keine guten Filme sein. Egal. Okay. Aber ansonsten, wie seid ihr gefahren? PKW? PKW. Okay. Liebe Grüße im Übrigen an die beiden oder drei anderen im Auto, wobei der dritte irgendwie nicht online unterwegs ist, von daher. Na gut, und dann dementsprechend die alte Geschichte, ich finde Auswärtsfahren immer toll, bis zum Spiel und nach Hause würde ich gerne beamen. Ich fand nach Hause gar nicht so schlimm, weil die Autobesetzung relativ lustig war. Es war aber schon so, dass ich mit einer Mitfahrerin zurück zum Auto kam und der Fahrer schon da stand und uns vorher auch schon geschrieben hat, ich bin vorher raus, ich konnte das nicht ertragen. Der hat sich dann wohl eine halbe Stunde abgeregt, bevor wir am Auto waren. Dann ging es eigentlich und es war eigentlich eine recht unterhaltsame Auswärtsfahrt, inklusive unterhaltsamer rückwärts nach Hause gefahren. Aber ja, das Konzept Auswärtsfahrt mit Niederlage ist halt so ein bisschen, wenn man den Fußball wegließe, wäre es besser. Ja, kenne ich. Aber nun. Ja. Und dann kam Leipzig. Wir haben am Sonntag diesen Verein, dessen Logo ja bei unserem Heimspiel relativ breitflächig ignoriert wurde von dem Verein. Auf der Homepage wurde es sogar komplett ersetzt durch einen Leipzig-Schriftzug. Was ich sehr charmant auf den fand. Tickets stand doch mal erster FC St. Pauli. Das war beim Auswärtsspiel, ja genau, ja. Beim Spiel bei Leipzig, ja, genau. Ja. Im Übrigen war das meine letzte Auswärtsfahrt vor Heidenheim, vielleicht sollte ich das einfach lassen. Wobei das natürlich schwierig ist bei dieser Saison, wo wir insgesamt, also dann dürften ja alle nur die noch fahren, die nur in Braunschweig waren. Oha. Das sind nicht so viele wahrscheinlich. Nun gut. Nö, das geht auch nicht. Also ich muss ja gestehen, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich erstmal geschluckt. Da waren für mich erstmal gefühlt eine Fünferkette, eigentlich sogar Sechserkette, weil ich habe sowohl dich als auch Bubala natürlich noch als Verteidiger auf dem Zettel gehabt. Dazu dann Schachten, Sobich, Gonter, Halstenberg. Und alles, was irgendwie sonst im Mittelfeld für Offensive steht, saß auf der Bank. Dementsprechend waren Alushi, Daube, Buchtmann auf dem Platz, wo ich mich für Buchtmann zum Beispiel total gefreut habe, weil ich die letzten U23-Spiele gesehen habe und gedacht habe, was hat er wohl falsch gemacht, dass Lien so gar nicht auf ihn setzt. Fand ich also gut, dass er jetzt da wieder die Chance gekriegt hat. Und vorne halt Lennart T. Wie Norbert immer so gerne schön singt, there will be an answer, Lennart T. Und heute war es tatsächlich so. Ja, was denn? Du sagst hier, Skyman is the limit. Für ja, gut. Dann kann ja wohl sowas auch. Immerhin habe ich nicht mit Thiamo angefangen. Es war groß, oder? Also ich meine, du hast diese oder letzte Saison auf Torschützenkönig intern Lennart T. gesetzt. Ja. Ja, was heißt intern hier? Auch ganz ja, im Radio intern. Rausposaunt. Ja, ja. Ich das Tor, das trifft er nie. Lennart T. Ja, genau. Singen wir in der Kabine immer. Ich fand, das Spiel war erneut wie gemacht für 0-0. Ich habe eigentlich gedacht, wir können die ein bisschen besser im Griff haben. Habe dann nach der Aufstellung gesagt, okay, wir wollen einfach nur erstmal hinten die Null halten und irgendwie muss vorne einer rein. Und habe eigentlich gedacht, wir warten damit wieder bis in die Nachspielzeit. Weil im Spiel zuvor stand es ja bei Leipzig gegen Darmstadt unentschieden und dann war ja der Herr Coltorti mit nach vorne geeilt beim Spielstand unentschieden, um ein Torwarttor zu erzielen. Und da habe ich gedacht, das machen wir total clever. Wir spielen jetzt wieder 0-0.
lassen dann in der Nachspielzeit eine Ecke gegen uns zu, locken den Coltorti zu uns und kontern sie dann aus. Das wollten wir eigentlich das auch, aber wir haben schon das Tor geschossen und nachher, als Ennis alleine aufs leere Tor zugelaufen ist, hat der Schiri leider abgepfiffen. Gibt sowas dann Mecker, wenn der zu früh das Tor schießt? Ja. Okay. Ich meine, das war ja eigentlich von dir auch dann idiotensicher, dass du den Pass auf T spielst, wenn ihr denkt, der trifft eh nicht. Richtig. Total clever von dir. Ja. Aber hat er nicht geblickt. Deswegen habe ich auch Lenny angespielt. Ja. Okay. Gut, ja. Dann kam tatsächlich diese Szene in der 45. Minute und ich habe im Abendblatt gelesen, dass du schon eigentlich selber den Pass spielen wolltest, aber dazu auch von einem deiner Mitspieler, der hier schon mal zu Gast war, genötigt wurdest, beziehungsweise angeschrien wurdest. Genötigt und angeschrien klingt ganz gut. Ich wollte erst ermutigt sagen, aber genötigt ist besser, ja. Ich sehe Lenny vorne, höre Schachter hinter mir schreien und ich hatte gar keine andere Wahl, als den Ball nach vorne zu spielen. Aber ist dann auch zum Glück gut gegangen. Was schreit der denn? Da vorne ist der Blinde, spiel ihn an? Oder? Spiel nach vorne, hat er gerufen, ja. Dennis spielt den Ball aus dem Zentrum zu mir und ich kann ihn einmal annehmen oder hab Glück, dass ich sein Geschoss verarbeiten kann und dann liegt er auf meinem linken Fuß und Schachter brüllt, spiel ihn nach vorne und ich sehe Lenny und ja. Redet man in der Mannschaft eigentlich über Laufstile? Weil ich finde gerade Schachter. Ich wollte gerade sagen, willst du auf Schachter hinaus? Ja, also die beiden sind halt so, die würde ich, also Kopf abhacken und laufen lassen, würde ich die erkennen. Rein vom Laufstil her. Mhm. Weil, ja, gibt so zwei, ja, aber eigentlich erkennt man jeden, oder? Also aber ich habe doch so einen Fitnesscoach, der sollte doch eigentlich sowas auch reparieren können, weil das sieht ja bei beiden. Vielleicht muss man das gar nicht. Es geht ja nicht um Ästhetik, das ist Wilko. Ja, aber das sieht doch bei beiden so aus, als wenn die jetzt vernünftigen Laufstil hätten, würden die noch schneller sein. Gerade Lenny, der läuft immer auf den Hacken. Ja, Schachter ist gefühlt also 40 Jahre alt. Ja. Ich weiß nicht, ob man bei dem noch den Laufstil verändern kann, ob das noch was bringt. Ich glaube, da kriegt er eher Rückenleiden von oder so. Bei den Jüngeren, so wie Lenny, kann man es vielleicht nochmal probieren. Aber weiß ich nicht, ist das sinnvoll, mal so eine Analyse zu machen? Laufstilanalyse, ob das jetzt modische Hintergründe hat oder rein sportlich zu sehen ist, aber solange er die Dinger reinmacht, ist ja auch egal wie. Hauptsache, die sind doch schneller als andere. Das ist ja, das ist ja Sinn vom Ganzen. Wobei ich ja ehrlich, also ich sitze ja Block 2 Gegenrade, also zu dem Tor hin auf der Seite der Gegenrade und ich habe gedacht, scheiße, jetzt hat er ihn sich zu weit vorgelegt. Das haben, glaube ich, alle gedacht, oder? Er selber, glaube ich, auch, ja. Kommen wir wieder zu dem Ding, wir wollten eigentlich das 0-0 in die Pause bringen. Und dann ist der Torwart nicht rechtzeitig rausgekommen, deswegen musste er ihn dann reinmachen. Ey, das ist auch ein perfider Plan. Wahnsinn. Aber ja. Dafür gut gemacht in der zweiten Halbzeit, als Jan dann nochmal mit nach vorne kam, beziehungsweise dann auch selber mit vorne war und da hat er alle sich versteckt. Ausspielt. Da hat er sich versteckt, ja. Das war diese Wahnsinnsszene, wo du den Ball erst erkämpft hast und dann den Gegner auch noch tunnelst. Ja, irgendwie mit der Fußspitze noch drankommen, sonst haut der ihn, glaube ich, lang. Und dann ist das der Klassiker für, du hast zu viel Zeit gehabt, nachzudenken? Oder der Weg war einfach zu lang und ich konnte nicht mehr? Nee, kann sein, dass das so ein bisschen aus beiden war. Und nachher wollte ich den Ball mir nach innen legen an dem Sebastian vorbei. Da kommt er irgendwie mit den Füßen zwischen und dann habe ich ihn doch wieder und dann komme ich doch nochmal an ihm vorbei und dann ist der Coltorti irgendwie nochmal dran, sodass der Ball nicht richtig zu Lenny durchkommt und ja, wieder 60 Meter nach hinten. Gut für die Statistik. Ja, ich hätte in der Statistik lieber noch einen Assist gehabt. Ja, da kommen wir nachher noch zu. Das sind noch nicht so viele bisher. Psst. Das habe ich hier. Ja, und dann kommt diese Szene, ich sage mal, wie gemacht fürs Milan-Tor, wo du, also im Stadion habe ich gesagt, da hat er dich voll an den Pfosten gecheckt. Tatsächlich bist du mit der Hand hängen geblieben am Pfosten oder wie war das? Ja, also an Pfosten gecheckt kann man schon sagen. Ich hatte dann so das Gefühl, dass ich mich mit der Hand gerade noch abdrücken konnte, bevor ich mit anderen Körperteilen dagegen geflogen bin. Und ja, da ist irgendwie der Finger hängen geblieben. Und der ist jetzt ja immer noch verpackt. Was ist da genau mit? Der war ausgekugelt, haben die Ärzte wieder
reingedrückt, reingezogen und war dann nächsten Tag beim Arzt geröntgt, Knöchern ist alles okay, Kapsel ist wohl hinüber, aber gut, ist nur der kleine Finger und behindert dich nicht beim Spielen. Richtig, genau. Ist jetzt ein bisschen eingetaped und ein bisschen eingeschränkt die Hand, aber gut. Steht den drei Toren in Lautern nichts im Wege. Genau. Drei Finger habe ich noch, um die drei Tore zeigen zu können. Aber Stichwort gegen den Pfosten geschickt, ich stehe ja im Stadion Block E, also so bei dem anderen Tor. Aus meiner Perspektive sah das so aus, als wärst du irgendwie mit dem Kopf gegen den Pfosten gerasselt und lägst da jetzt. Ich habe mir da echt Sorgen gemacht. Das sah übel aus. War, glaube ich, halb so wild, wie es nachher aussah. Oder wie es ausgesehen hat. Ja gut, ich mache mir auch lieber erst Sorgen und stelle dann fest, dass es nicht ganz so schlimm war als umgekehrt, aber... Ja, ich hatte irgendwie witzigerweise ein Konfetti am Knie und nach dem Spiel haben mich alle gefragt, wie geht's in deinem Knie? Aber wir dachten, das wären irgendwie Pflaster oder ein Verband oder so, aber nee, war dann doch nur der kleine Finger. Ich habe ja danach dann für mich überlegt, es muss wieder zurück zu den niedrigen Rückennummern, weil der Herr Rainer, der das ja gemacht hatte, der hatte die 34. Und ja, habe ich gelesen. Und das alle auf die 34 sinkt sich halt nicht gut. Nee. Und das ist so eins dieser Millanton-Momente für mich, wenn man singt, alle auf die 8 oder so, das geht halt gut von der Lippe, das putscht auf. Und den konnte man jetzt halt nur auspfeifen. Das fand ich eigentlich ein bisschen schade. Wobei, das war auch gut. Ja. Hat Spaß gemacht. So, auch im Nachhinein, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, ist immer witzig, wenn es dann auf einmal laut wird, wenn er kurz am Ball ist und dann, ja. Hat er sich entschuldigt danach? Nee, ich habe mich bei ihm auch nicht entschuldigt. Das war Ballgespielt. Das war Ballgespielt. Ja, genau. Okay, ja. Es plätscherte dann so hin, wenn wir nicht 1-0 geführt hätten, wäre es auch das übliche 0-0 mit der dann Ecke und dann Konter von uns geworden. Durch die 1-0-Führung haben die Leipziger versucht auszugleichen. Dann war es ausgerechnet Jordi Reyna, der in der 91., 92. Minute nochmal so eine Volley-Abnahme auf dem Fuß hatte und dann konnte Robin glänzen, halten und der Rest war Jubel. Es kam dann tatsächlich Herr Coltorti noch nach vorne zur Ecke und dann haben wir gekontert und der pfeift der Schiri ab. Ja. Ennis war todtraurig. Ich auch. Vor allem das eine Tor kann ja noch verflucht wichtig sein, wenn man auf die Tore schaut. Das stimmt natürlich, ja. Aber der wollte sich die 60 Meter auch sparen, glaube ich. Der hätte auch stehen bleiben können. Ja, das stimmt. Hätte sich auch keiner beschwert, ist auch wieder richtig. Aber mal so als Laie Bauchstatistik, wenn der Torwart mit vorne ist, gibt es ein Tor. Ich kann mich genau an zwei erinnern. Eins davon war Philipp Schauner gegen Paderborn. War das Paderborn damals? Ostermontag. Ja. Siehst du, Ostermontag hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Aber normal denke ich. 1. April 2014. 13. Nee, 14? 14. 14. Das beruhigt mich so ein bisschen, dass du bei dem Jahr ein bisschen stolperst. War mein Geburtstag und Ostermontag, deswegen. Ja, okay. Ich weiß noch, wer Trainer war, weil die waren so süß hinterher im Interview. Was machst du denn für ein Windjunge? Fronzek? Ja, Fronzek war Trainer und hat Schauner nur angeguckt und was machst du denn jetzt für ein Windjunge? Das fand ich so süß. Vor laufenden Kameras. Aber ich war unfassbar angespannt, diese zweite Halbzeit, weil ich irgendwie dachte, bitte bloß kein Gegentor. Im Übrigen auch angespannter als gegen Nürnberg, wo ich mich auch mit dem 0-0 abgefunden habe. Und dann stand der Torwart von denen bei uns im Strafraum und ich dachte, okay, alles ist gut. Irgendwie ist das für mich so ein, wenn die mit dem Torwart kommen, heißt es, denen fällt auch nichts Besseres mehr ein. Aber der hatte doch gerade jetzt vorher, hast du das gesehen, das Tor von ihm? Das war ja auch noch ein unfassbarer Stellungsfehler der kompletten Darmstädter Abwehr. Also unglaublich. Sowas würde uns natürlich nie passieren. Jetzt mal so als Marktforscher / mit Statistiken arbeitender Mensch, das passiert ja auch nicht in zwei Spielen in Folge. Das ist so unwahrscheinlich wie ein Lottogewinn. Naja, aber der Marvin Hitz von Augsburg hat er auch schon getroffen, jetzt in der Saison. Also es ist nicht mehr ganz so super. Ja, wie wahrscheinlich ist das, dass der Kyung in seinem Profidebüt in den ersten 16 Minuten zwei Tore macht? Naja, mindestens einmal passiert es. Oder wie ich so gerne sage, komm hier nicht mit Fakten. Aber nee, irgendwie war es da vorbei für mich. Das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, alles wird gut. Naja, ich glaube, das ist natürlich so eine psychologische Geschichte. Du bist als Torwart ja auch dann, also ich, Amateur, Fußball-Buffer,
da gab es ja keine Zuordnung. Da wurde bei der Ecke immer geguckt, was da für Hoshis rumstehen und dann wird da gedeckt. Genau. Aber im Profifußball ist es ja schon so, dass da Zuordnungen existieren und der Torwart ist, würde ich jetzt mal vermuten, in der Regel bei gegnerischen Ecken nicht zugeordnet, weil der soll da ja nicht sein. Ja, das heißt, du hast schon mal... Wir bald drüber sprechen. Ja, also unbedingt. Und das ist ja schon mal eine Sache, die irgendwie irritiert. Und genau das hast du bei dem Darmstadt-Tor nämlich gesehen. Die waren alle schön zugeordnet, aber für ihn war keiner da. Deswegen steht er frei im Fünfer. Hm. Und natürlich, oftmals ist der Torwart ja auch robust gebaut. Trifft jetzt auf Robin Himmelmann nur bedingt zu, aber das ist ja meistens auch groß so ein Schrank. Und zumindest, ja. Ich glaube, wer hat das damals gesagt? Schachten oder so? Ich habe nur so einen hellblauen LKW anrollen sehen oder Dampflok oder was auch immer er zu Czauner gesagt hat. Also da wirft sich ja auch keiner entgegen, wenn der da zum Kopfball hochgeht, gerade mit Anlauf. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, was wegen vielleicht der Torwart dann tatsächlich sogar noch das psychologische Moment auf seiner Seite hat. Kann natürlich sein. Wie auch immer. Bochum hat der Neuro, glaube ich, mal erzählt, dass sie das im Abschlussspiel sogar immer trainieren. Da hat auch der Lute mal ein Tor geschossen. Und da sagte er, dass die im Abschlussspiel irgendwie immer das Spiel mit einer Ecke beenden, wo der Torwart mit nach vorne geht. Also ist in Bochum und hat das unter Neurohrer sogar trainiert. Sollte man sich für Bochum jetzt merken, ist das. Anderer Trainer jetzt, aber der Torwart ist immer noch da. Aber genau. Bringt mich zu einer Frage, und zwar ist mir mal aufgefallen, dass Robin Himmelmann irgendwie nie mit nach vorne geht, auch nicht, wenn es 2-1 steht und es ist die 91. Minute, ist das eine Anweisung vom Trainer oder sagt er einfach, was soll's, ich bring da eh nichts. Bevor der jetzt nach vorne geht, kann ich ja lieber nach vorne gehen. Ja, und du darfst nicht. Ich darf nicht, ne, dann wird er noch weniger dürfen. Also, ne, ich glaube, weiß ich gar nicht, ob er das mit Matze Hein irgendwie abspricht oder klärt oder vielleicht will er nicht nach vorne oder weiß ich nicht. Okay. Ist ja jetzt auch nicht so der größte, so körperlich größte, meine ich. Gibt's ja noch ein, zwei andere, die größer sind als er. Aber er ist am Ball geschickter als manch anderer Torwart. Da geht ja gar nichts. Ja. Naja, aber große Stimmt. Zeit zum Annehmen hat er bei der Ecke auch nicht. Der muss da reinwuchten und das Ding ist drin oder nicht. Aber na gut. Ich frage ihn mal vielleicht. Hast du denn als Amateur mal ein Tor geschossen auf diese Art und Weise? Ich habe natürlich viele Tore als Torwart erzielt, aber immer per Elfmeter. Ja. Wie viele davon waren Eigentore? Nein. Also, ich habe ja, Entschuldigung, also eigentlich reden wir nicht über den HSV, aber ich habe jetzt festgestellt, dass nach Van der Vaart und Lasogga Eigentor der erfolgreichste Torschütze beim HSV ist. Echt? Das sind wie viele? 3? Ich glaube ja. Also war auf jeden Fall ein großer Lacher. Also habe ich nicht festgestellt, habe ich irgendwo auf Twitter gelesen. Fand ich sehr groß. Aber hilft ja nicht, die schaffen das trotzdem. Egal. Zum Spiel ansonsten drumherum. Ich habe mich vor dem Spiel mit dem Rote Brause-Blogger getroffen, der den Blog da bei RB betreibt. War sehr entspannt. Überhaupt das ganze Spiel fand ich das drumherum sehr entspannt. Die Gästefans haben sich ja zum Schluss sogar noch zu Verbrüderungsszenen mit der Gegengerade hinreißen lassen, wo man sich gegenseitig erzählt hat, wie sympathisch man sich findet. Finde ich auch grob okay. Also ich habe mit RB kein großes Problem, habe ich schon öfter mal ausgebreitet. Eine Fanfreundschaft sind wir hoffentlich trotzdem ganz, ganz, ganz weit von entfernt. Das darf dann auch wiederum nicht passieren. Aber ansonsten war es recht entspannt. Ich fand es auch gut, dass von uns so relativ wenig Anti-Kram kam. Also ist bei uns sonst auch nicht der Fall, aber hier hätte es mich jetzt auch ein bisschen gewundert, weil auch das Hinspiel schon recht entspannt war. Und die eine riesige Tapete vor der Gegengerade, wo man so ein bisschen mit dem Begriff, was haben wir in unserer Vereinshistorie schon alles erlebt, gespielt hat, die fand ich dann auch augenzwinkernd genug, dass man die durchaus mal bringen kann. Finde ich auch ganz charmant gelöst von allen. Mir fällt partout nicht ein, wie ist nochmal der Ursprungsverein? Also der Markranstädt. Ach genau. Markranstädt. Ja. War jetzt zusammenhanglos. Ich wollte es einfach nur mal wissen. Markranstädt eigentlich ein Schloss? Bestimmt. Sozusagen. Obwohl, weiß ich nicht, wenn das ja. Der Kommi hat das ja vielleicht geschleift damals. Vor 89. Ich habe für mich das ganze Spiel so ein bisschen im Vorfeld verglichen oder auch zu den ersten Minuten verglichen mit dem Spiel damals gegen Hoffenheim in der zweiten Liga, wo besagter Herr Gunesch ja ausnahmsweise tatsächlich mal getroffen hat, weil mir damals ein Spieler unserer Mannschaft sagte, wenn du nur mal richtig Geld gewinnen willst, dann setz auf da Heimsieg.
weil wir sind so heiß auf die Leute. Die haben wir so gefressen nach dem Hinspiel und dieser Verein ist so doof. Wir werden uns so zerreißen. Wir werden die weghauen. Und so war es dann auch. Und da habe ich gedacht, gibt es für euch momentan noch so Vereine, die man besonders gerne spielt? Also jetzt vielleicht mal den HSV ausgenommen. Aber ist so ein Konstrukt wie RB Leipzig für dich etwas, wo du mehr Bock hast, die wegzuhauen? Oder ist das egal? Ja, jetzt für die nähere Zukunft Kaiserslautern, Bochum und Darmstadt. Okay. Es gibt immer so, weiß nicht, wie du sagst, HSV und weiß nicht, Rostock, wo man irgendwie so kleine Derbys immer spielt, oder es gibt Spiele oder in Stadien, in denen man gerne spielt oder nicht so gerne spielt, aber letztendlich muss man, wenn angepfiffen wird, eigentlich alles ausblenden, was drumherum ist, und gegen jeden Gegner so spielen, als wenn es das Lieblingsderby ist und man auf jeden Fall jeden Preis gewinnen möchte. Hast du zu dem Konstrukt RB irgendwie eine Meinung, oder sagst du, ist halt auch ein Verein? Irgendwie ist das halt auch ein Verein, ja. Ein anderer Verein, aber ja gut, ist halt so. Ne? Man hat in der Bundesliga schon ein, zwei Vereine, die ähnlich so aufgestellt, ich will nicht sagen aufgebaut wurden, aber aufgestellt sind. RB wurde jetzt so aufgebaut. Ja. Ja, da habe ich mich vorher. Ich glaube, das war's schon. Vorher so als Fan hat man es ja relativ einfach, weil man hat ja sein Leben lang nur einen Verein und mag alle anderen nicht. Das ist ja so, aber als Berufsfußballer ist ja eigentlich viel wichtiger, ja, sage ich jetzt mal, dieses Konstrukt des Austausches der Spieler über mehrere Städte hinweg, was sie ja betreiben mit Salzburg und wie heißt die Station noch? Ja, New York ist jetzt nur so halb. Das ist ja aber schon irgendwie relevant, ne? Also, dass man da sozusagen innerhalb eines Konzerns, dass da Transferrechte, weiß nicht, ausgehebelt werden, aber. Also du meinst, dass man als Spieler jetzt bei RB Leipzig unterschreibt und dann gar nichts dagegen tun kann, auf einmal in Salzburg zu spielen? Oder zum Beispiel und so. Das ist ja schon, finde ich schon auch mal eine Spur krasser. Ja, ich weiß gar nicht so genau. Aber als frei verhandelte Verträge. Naja, aber du hast ja einen Vertrag bei RB Leipzig unterschrieben. Also wenn du dich auf stur stellst, sitzt du da halt auf der Tribüne und musst nicht in Salzburg ran. Also, ist das so? Ich glaube, da ist jeder Spieler auch immer noch so ein bisschen selber Herr der Lage. Ne? Also, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Okay, das ist ob ja das deiner Vertragsverlängerung bei RB Leipzig zuträglich ist, ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Sache, aber. Ja. Wobei sich die Salzburger ja jetzt offenbar schon beklagen, die Fans, dass. Die Fans, ja. Irgendwie Leipzig die Nummer 1 im Konzern wäre und die jetzt so langsam denen die Wumpe geht, dass die guten Spieler alle zu Leipzig geschoben werden. Ja, das hat Rangnick ja auch schon recht deutlich gesagt, dass das auf lange Sicht so sein wird. Was ich sehr entertaining finde, so von außen, aber. Genau deswegen habe ich da nämlich auch drüber nachgedacht. Also, dass die so. Das heißt, da gehen dann 10 Spieler von Salzburg nach Leipzig und 10 schlechtere, in Anführungsstrichen, genau, die von haben Leipzig nach Salzburg. Oder so ein bisschen, bisschen Schiss, als so reine Ausbildungsstation dann zu fungieren. So, ne, dass der sportliche Erfolg des Vereins nicht an erster Stelle steht. Und das finde ich als Fan auch tatsächlich, fände ich das blöd. Wobei das wirtschaftlich natürlich sinnig ist, dass du den Bundesligisten da an eins setzt und nicht den aus der... Eben. Wie heißt die zwei Sponsoren Bundesliga in Österreich? Den Europapokal spielenden Kontrahenten aus Österreich. Ja, trotzdem dürfte der Werbewert der Filiale in Leipzig, wenn die denn in die Bundesliga aufsteigen, ungleich größer sein. Klar. Die hieß die Telekom-Liga oder so, ne? Haben die nicht sogar zwei Sponsoren, aber irgendwann hieß sie mal Telekom-Bundesliga oder so? Ja, das können wir Benedikt Wicquet bei nächster Gelegenheit ja mal fragen. Darf der Vertrag nicht aus? Ich weiß gar nicht. Ist der nicht? Es hieß, er geht weg. Na gut, das werden wir dann zur nächsten Sendung noch recherchieren. Ja. Sonst irgendwas zu RB Leipzig, außer wir haben uns sehr gefreut danach. Ach so, ihr seid ja noch am Gästeblock vorbeigegangen und seid mit Applaus bedeckt worden. Ja, das war mal sehr nett. Genau, passiert nicht so oft und war mal sehr nett. Finde ich eine gute Sache, nachdem wir
von den Nürnberg-Fans mehr oder weniger ausgebuht oder ausgepfiffen worden sind, dass wir an denen vorbeigegangen sind. War es mal eine nette Abwechslung, auch von den RB-Fans Beifall zu bekommen. Vielleicht war es auch so ein bisschen unserer Spielweise geschuldet, dass sie auch sagen, gut, sind ordentlich aufgetreten, haben gut gespielt, haben sich Applaus verdient. Ist ja am Millerntor vielleicht auch das ein oder andere Mal üblich, wenn der Gegner ordentliche Leistung bringt, dass der auch vernünftig verabschiedet wird. Und ja, fand ich eine gute Geste der RB-Fans. Und ja, ich wollte noch sagen, ich habe damals mit den St. Pauli Amateuren schon gegen RB gespielt in der Regionalliga. Und da war auch zum Beispiel der Fran schon dabei. Also ist noch gar nicht so lang her. Ich glaube, das müsste dann 2 Jahre her sein. Wir sind ja bisher dann jedes Jahr aufgestiegen. Da habt ihr auswärts einen Punkt geholt, ne? 0-0, 1-1, irgend sowas? Ja, ich habe hier in Hamburg mitgespielt. Na, da haben wir verloren, glaube ich. Aber ich habe es. Was möchtest du jetzt damit sagen? Nee, ich hätte jetzt eigentlich nochmal daran angeknüpft, wie das, kannst du das vergleichen? Ich meine, damals waren da wahrscheinlich 3000, aber wenn du beim Auswärtsspiel warst, du da nicht dabei, ne? Nee. Okay. Ja, also ich bin gespannt. Ich habe ja immer gesagt, ich würde mich total freuen, wenn sie dieses Jahr aufsteigen, weil dann sind wir die los. Aber gut, jetzt werden wir sie nächstes Jahr nochmal hier haben und so schlimm ist das auch nicht. Ist mir im Zweifel lieber als ein Verein wie Aalen, der nichts mitbringt oder... Passt schon. So, jetzt können wir einmal ganz kurz, werdet ihr ein Rauschen oder ähnliches hören, weil Justus hat den Saal betreten, stellt sich das Mikro einmal fest. Und den Saal jetzt, betreten, ja, das hört sich aber sehr. Mit unserer Live-Zuhörerschaft hier. Hallo Justus. Hallo, guten Abend. Entschuldigung, dass ich schon wieder zu spät komme, aber ich hatte noch ständigen Fernausschuss. Gibt's was du hier exklusiv vermelden möchtest? Ich könnte, aber ich mache es nicht. Schade. Verdammt, alle Exklusivmeldungen rauschen an uns vorbei. Wir müssen uns da irgendwie... Wieso, was noch? Ja, wir hätten hier zum Beispiel so eine Vertragsverlängerung. Ach so, ja, das ist uns der Verein zuvor gekommen. Dieses FC St. Pauli.de. Naja. Ja, wir sind auch mit den Spielen schon mal so weit durch. Wir haben auch über Leipzig jetzt schon gesprochen. Ja, möchtest du noch was ergänzen? Hast du von den 3 Spielen Heidenheim, Nürnberg irgendwas Nennenswertes noch in Erinnerung? Gibt's bei RB Leipzig einen Fernbetreuer? Ja, Ingo Hertsch. Ingo Hertsch. Ach Mensch, Ingo. Ja, ernsthaft? Aber Ingo Hertsch war nicht da. Also es gibt einen Fernbeauftragten. Der war bei Köln, oder? Es gibt einen Fernbeauftragten, Enrico heißt er, und Ingo Hertsch, und seit dem 1. Mai noch einen dritten, dessen Namen ich leider vergessen habe. Die haben 3 Fernbeauftragte. Und ich traf dann vor dem Spiel Enrico und fragte, ach, ist Ingo auch da? Nee, der kann nicht, der hat gestern Eisfußball gewonnen. Ein großes Fragezeichen war in meinem Gesicht. Aber jetzt weiß ich, dass es das gab und dass Ingo Hertz deswegen nicht kommen konnte, weil er am Tag vorher Eisfußball spielen musste. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht auch mal vorm, auf jeden weiß Fall, ich nicht, immer wieder gegen Freiburg spielen, auswärts am Tag vorher Eisfußball spiele, damit ich da nicht hinfahren muss. Bob-WM wäre was für euch. Der St. Pauli. Weil Fette da bevorzugt sind. Nee, man muss nicht laufen zum Beispiel. Man kann sich einfach hinsetzen und dann geht das los. Ich habe heute 30 Sekunden Eisfußball geguckt, also da muss es auch eher glitschen. Ich habe das noch nie geguckt. Mal ehrlich, Hertsch hätte die Gelegenheit gehabt, Elton mal richtig wegzugrätschen, hat er nicht gemacht. Also. Andererseits, Elton hatte auch die Gelegenheit. Aber hat er, glaube ich, auch nicht gemacht. Ne? Der hatte aber, glaube ich, auch mehr mit sich selber zu tun. Ist das richtig? Der HSV hat das gewonnen? Im Finale gegen St. Pauli. Ach, Quatsch. Ja. Oh Gott, gut, dass ich sowas nicht gucke. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, an mir auch. Erst bis Ingo Hertsch nicht da war. Ich auch bescheuert, das dadurch mitzukriegen. Alter Schwede, ja gut. Ja, das ist, ja. Der ist und Lindsay spielt da immer mit, ne? Lindsay und Elton wahrscheinlich. Lindsay, ja. Elton, Nico Paczynski. Lelle. Marcel Eger. Lechner, genau. Und sind es 5, weiß ich. Hier, der Handballer. Stefan Kretschmer, genau. Warum auch immer. Stefan Kretschmer? Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Das war jetzt das zweite Mal, glaube ich. Und die hatten 5 Jahre Pause gemacht, das habe ich im Vorfeld noch gelesen, ja. 5 Jahre Pause. Ich wurde genötigt, es mitzugucken, was ganz lustig war, weil ich für Elton und Kretschmer irgendwie nicht sein wollte.
Und dann wurde neben mir auf der Couch für St. Pauli gejubelt und ich saß da und dachte, och, mir doch egal. Du kennst Leute. Wer hat denn da die Tore geschossen für uns? Tatsächlich Nico Paczynski, glaube ich, 2. Ist das für uns? Würde ich zur Debatte stellen wollen. Eben diese Diskussion, ob der Kultclub FC St. Pauli, also es tat alles eher so ein bisschen weh dann. Ja. Deswegen fand ich es dann auch gar nicht so schlimm, dass der HSV gewonnen hat. Endlich wieder ein Titel. Es haben aber viele Ex-St. Paulianer mitgespielt, auch bei anderen Mannschaften. Ich habe auch irgendwann... Aber Kretschmer bei uns, verstehe ich nicht. Klasnitsch hat mitgespielt, glaube ich. Klasnitsch, Andi Reinke hat mitgespielt bei Bremen. Genau. Und beim... Wo waren das? Bei Köln irgendwie Matthias Scherz und Christian Springer. Ah, Springer, genau. Sharping? Nee, es gab keinen Abseits. Springer. Ja, er hat mich vertan. Und Kretschmer war im Tor? Oder Kretschmer war im Tor, hat auch irgendwie ein paar Abwürfe gehabt, die quasi im Tor des Gegners hätten landen müssen. Okay. Muss man nicht gucken. Ja, wenn das denn in 5 Jahren wieder, nee, 5 Jahre reicht nicht, in 10 Jahren wieder stattfindet, dann bist du dabei, oder? Nein. Das wäre was für Wolf. Der das bestimmt geguckt. Wolf könnte das moderieren, ja. Die Eisprinzessin. Ja. Schulle hätte ich mir da ganz gut vorstellen können. So ein bisschen übers Eis gerätschen. Hinten am eigenen Tor anfangen, beim gegnerischen Tor aufhören. Da sieht man, glaube ich, auch den Unterschied im Laufstil nicht so. Aber wenn du Schulde schon erwähnst, ganz großen Glückwunsch. Die U17 hat nämlich am Wochenende den Klassenerhalt geschafft. Ha. Sehr stark. Was für eine Überleitung. Wahnsinn. Sehr gut. Als hätten wir es abgesprochen. Wohin leitest du über? Nee, von der Warte. Ach so. Hatten wir schon. Weil ein Dittmacher sich nicht meldet. Ist Mucks, oder was? Ja, ich bin Mucks. Okay. Ja, RB Leipzig. Abgehakt. Noch irgendwas, was wir zu dem Thema loswerden wollen? Leicht abgedriftet in Eisfußball. Eisfußball, schlimm. Ingo Hertz, ey, oh, komm ich gar nicht drüber weg. Es gibt mehrere so Ex-Profis, die Fanbeauftragte sind. Nicht ja, mehr Ingo Hertz. Raimund Aumann. Heißt er Raimund? Aumann, ja, Raimund. Raimund. Es gibt noch Holger Ballwanz, Herr Wolfsburg. Ja, aber da hast du doch gesagt, dass einer, der sich auch... Ach, habe ich schon mal alles erzählt. Ne? Das letzte Mal, weil wir ja das Thema hatten mit dem Fanlager. Naja, und Rüdiger Vollbaum bei Leverkusen. Aber das habe ich dann ja auch schon erzählt. Das stimmt. Du hast... Also ich weiß, wen du meinst, aber du hast nicht gerade Rüdiger Vollhonk gesagt. Nee, Vollborn. Okay, ich danke. Manches Mal höre ich nicht so gut. Okay, ja, dann Leipzig abgehakt. Dann können wir überleiten zu unserer festen Rubrik Wilko liest. Magst du nochmal erzählen, was für eine Rubrik ist für die drei, die letztes Mal nicht zugehört haben? Ja, und zwar hatte ich mir überlegt und das... Wilko, nimmst du dein Handy da bitte wieder weg? Oh, alles klar. Aus alten Heften vorzulesen. Übersteigerheften. Weil wir irgendwie die 90 Minuten, die wir jede Woche machen, ja auch irgendwie vollkriegen müssen. Entschuldigung. Genau. Jetzt habe ich aus Versehen Heft 3 eingepackt anstatt Heft 2. Das heißt, Heft 3, wir müssen Heft 2 ist. Das kann ich ja schneiden dann und pack das in die nächste Folge. Ja, genau. In 6 Wochen, wenn wir aufnehmen, packe ich das hier rein. Nein, Quatsch. Ja. Wollen wir kurz verraten, was eingepackt in dem konkreten Fall bedeutet? Oder ja, ich bin gerade rüber gerannt zum Archiv und habe Heft 2 gesucht und nur Heft 3 gefunden und dann. Kam ich raus und stand in so einem Kreis von USP-Lern, die mich alle angucken und ich mit meinem alten Heft in meinem blauen Lammwollpulli musste mich dann schnell wieder rausschleichen. Die sehen aber auch immer alle schlecht gelaunt aus, ne? Dafür, dass sie immer gute Stimmung machen, gucken die alle immer ganz schön. Aber ich mag sie, ohne das jetzt. So. Die Rubrik Wilko redet sich um Kopf und Kragen. Also vielleicht noch mal ganz kurz, du möchtest eigentlich in jeder Sendung einen Artikel aus einem Ach, richtig, da kam ich ja her, genau. alten Übersteiger ja. rezitieren und zwar fortlaufend, letzte Sendung beginnend mit der 1, heute mit der 2, nächstes Mal mit der 3 und das tauschen wir jetzt einfach. Genau. Das aus ist Übersteiger das Nummer 3, von welchem Datum? 3. Dezember 1993. Das Heft kostete auch immer noch eine D-Mark, mindestens eine D-Mark. Viele unserer Hörer waren noch nicht geboren. Okay, schieß genau. los. Genau. Advent, Advent, das Stadion brennt, ist der Titel. Passt ja. Auf dem Cover. Genau. So, und es wird sich aufgeregt über besoffene Stadiongänger.
eine historische Kontinuität. Wie du darauf gekommen bist. Ja, weiß nicht. Nee, die anderen Texte sind zu lang. Das ist der einzige. Es ist auch noch ein sehr guter drin über Stay Alive und über Dirk Zander, aber die sind wirklich alle sehr lang. Hans-Peter von guten Menschen und verbalen Entgleisungen. Hans-Peter B., ein Name, der hier nur exemplarisch für einen Großteil der Zuschauer aus Nordkurve und Gegengrade stehen und deshalb nicht voll ausgeschrieben werden soll. Hans-Peter B. ist ein guter Mensch. Das möchte man zumindest meinen. Ist er doch stets präsent, geht es darum, gegen die Machenschaften des Staates, den aufkeimenden Faschismus oder die generellen Ungerechtigkeiten des Lebens zu protestieren. Auch auf der Arbeit ist man mit ihm zufrieden, hat er doch die Lehre mit gut bestanden. War immer pünktlich und ist auch sonst nie negativ aufgefallen. Da selbst sein Chef ihn neulich gelobt hat, ist es gar nicht mal so utopisch, dass er bald die erste Sprosse der Karriereleiter erklimmen wird. Ja, und außerdem ist Hans-Peter B. Fußballfan und zwar einer der besten und fairsten Fans der Liga. Und darauf ist er stolz. Stolz darauf, ein St. Pauli-Fan zu sein. Deshalb versteht es sich von selbst, dass er, sobald er die Stehplatztraversen des Millantors betritt, auch auf die hündische Unterwürfigkeit verzichten kann, die im Alltag sein Leben bestimmt. Hier ist er einer von denen, auf die Vereinspräsidenten anderer Fußballclubs neidisch sind. Einer von denen, die positive mediale Beachtung finden, halt einer von denen, die anders sind. Und wie um sich das selbst zu beweisen, entert er die Arena schon mit einem Alkoholpegel, der weit über der Fahrtauglichkeit liegt, um dort dann endlich seinen braun-weißen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Inspiriert durch den ihn umgebenden verbalen Ideenreichtum schreit er auch dann seinen Hass in die Welt hinaus. Alles Arschlöcher, diejenigen, deren Brust nicht das Emblem des Versicherungskonzernes schmückt. Ein Oberarschloch der Mann, dessen Brusttasche das DFB-Logo ziert und Abschaum schlechthin diejenigen, deren Herz nicht am rechten Fleck, sondern zumeist in einer anderen Fußballarena schlägt. Durch dieses elitäre Denken gestärkt, schleppt er sich dann spätestens in der Halbzeitpause zum Bierstand, um den durch die Erregung abgebauten Alkoholpegel wieder in die Ausgangslage zu bringen. Dass er nun kaum noch reden kann, scheint ihn nicht zu stören. Und so schwankt er durch die Masse derer, die noch nüchtern genug sind, alle 22 Feldspieler zu unterscheiden und wird dabei von einem unbeschreiblichen Glücksgefühl durchflutet, ist er doch auch ein Baustein dieser Szene. Und Bausteine wie Hans-Peter B. gibt es genug. Eben diese Totengräber sind es, die für den rapiden Stimmungsabfall in der Arena mitverantwortlich sind, die aus dem Freudenhaus das Ausscheidungsorgan der Liga machen. Und sie sind es auch, die dann irgendwo in Hamburg ihren Rausch ausschlafen. Hoffentlich hat Mutti nicht gemerkt, dass ich betrunken war, in Klammern. Während andere von uns sich für verbale Ausrutscher rechtfertigen oder entschuldigen müssen. Am Zaun hängt hoch die internationale Solidarität schreiend, bedeutet für diese Kleingeister wahrscheinlich schon einen riesengroßen Sprung über ihren Schatten. Muss man da doch mit Unbekannten, eventuell sogar Arschlöchern, solidarisch sein. Aber vielleicht denkt Hans-Peter B. darüber auch gar nicht nach und glaubt, den Gegner auf das Ordinärste zu beleidigen, gehöre zum guten Ton der Szene, zum Erfüllen jeglicher Etikette des Fußballknickes. Doch wahrscheinlich ist er, dass Hans-Peter B. da gar nicht mehr denken kann. Wie dem auch sei, denken ist billiger als Bier. Ich glaube, das tätowiere ich mir mal über den Po. Wie dem auch sei, denken ist billiger als Bier. Und noch was geht in eurer Sprache, Arschlochrufer. Geht kacken. Von Quisi. Hervorragend. Aber ich sag mal, dass das textuell-intellektuelle Niveau des Übersteigers hat in den letzten 22 Jahren aber massiv nachgelassen, ne? Ja. Ich habe auch nicht kapiert, worum ging. Ich könnte auch noch ganz kurz, wir hatten ja auch Sven und hieß er Nils vom Unhaltbar? Olaf. Olaf. Ja. Die haben ja so getan, als wäre das alles in Frieden auseinandergegangen. Ich habe hier noch eine Rezension des Unhaltbar Nummer 2 aus dem Übersteiger. Die neueste Ausgabe des anderen St. Pauli-Zins überzeugt leider nur durch das gelungene Titelbild. Die Artikel werden durch großflächiges Layout unnötig aufgeblasen. Resultat: eine gemütliche Klositzung langt zur vollständigen Lektüre der 24 Seiten. Neben einem Trulsen-Interview findet sich Stoff über die Jahreshauptversammlung Damenfußball beim FC, schon wieder,
in Klammern, was über den alltäglichen Rassismus mit zum Teil schwer nachvollziehbaren politischen Aussagen, Länderspiel und Istanbul versus Cork, alles in allem doch noch etwas zu wenig. Zum Lachen gibt's auch nichts, aber die Welt ist ja auch schlecht. Für 1,50 Mark im Nernsweg 22 zu kaufen. Boah, schon so ein bisschen Beef, ne? Nee, die mochten sich nicht. So zu, wie RB Leipzig und RB Salzburg. Ja. Ja. Übersteiger und unhaltbar, meine Fresse. Ja, zum Text, Hans-Peter B. Könnten wir. So ein Assi. Könnten wir eigentlich mal einladen. Ja. Wenn er zuhört, kann er mal rumkommen. Ich dachte, nee, können wir einfach nochmal abdrucken. Ja, können wir auch. 1:1. Das finde ich auch, also... Kommt ihr nochmal raus, oder was? Gegen Dings hier. Alter. Wie heißt das? Bochum. Nur diese mit oder nächste Saison? Diese. Und nur das mit dem Versicherungskonzern müssen wir ändern in Telekommunikationsanbieter. Ich weiß im Moment gar nicht, ist ein Telekommunikationsanbieter? Nee, ist Bier. Werbung ist tatsächlich da, das sehe ich gar nicht mehr. Ich bin da total... Das kann ich aber nachvollziehen. Komisch, dass Dittmarscher sich nicht meldet, übrigens. Aber ich habe jetzt gerade so dieses Bild vor mir, wie Wilko im Stadion am Tresen steht und sagt, 3 Kongster bitte. Gut, ja. Wenn ihr den Übersteiger Nummer 4 zu Hause habt oder wahlweise die Nummer 2 und einen Lieblingsartikel habt, den Wilko in der nächsten Sendung vorlesen wollt, freuen wir uns sehr über Vorschläge. Ich übe dann auch ein bisschen vorher. Das ist super. Mal. Was genau? Denken ist billiger als Bier. Das muss ich mir auf jeden Fall große Sätze gelassen ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wer Quisi ist. Naja. Mit KW am Anfang. Ja. So. Durchziehen jetzt oder kurze Raucherpause? Justus sieht irgendwie so aus, als bräuchte er eine Pause. Oder? Nö, überhaupt nicht. Ich rauche auch gar nicht. Jan? Durchziehen. Der raucht sich ja auch nicht. Dann machen wir weiter. Gut, dann ziehen wir durch. Ja, ziehen wir eine mal durch. Kurz. Was machst du jetzt? Achso, trinken holen. Ja, super Idee. Ja, schön, dass du da bist. Nochmal. Ich habe mal geguckt. Du hast ja tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag. Und der sagt, du bist ein deutscher Fußballspieler, der seit 2003 für den FC St. Pauli spielt. Deine bevorzugte Position ist die des Innenverteidigers oder auch im defensiven Mittelfeld. Alternativ spielst du gelegentlich als Außenverteidiger. Ich habe tatsächlich gesehen, der Kicker listet dich als Mittelfeldspieler. Siehst du, würdest du, wenn du dich eingruppieren musst in dieser Auflistung, eher in die Verteidigung oder eher ins Mittelfeld gehen? Ich würde lieber im Mittelfeld spielen, aber ich glaube, dass ich als Verteidiger eingeplant bin. Sagen wir mal so. Ich bin ja mal vor der Saison die Kaderplanung des Trainers und Sportchefs, wo sie versuchen, alle Positionen doppelt oder dreifach zu besetzen. Ich glaube, da bin ich eher als Innen- und Außenverteidiger eingeplant. Fühle mich im Mittelfeld aber auch wohl. Ist sowas ein Thema, was, weil du jetzt gerade den Vertrag verlängert hast, wird das da angesprochen? Ja, ich spiele ab neuer Saison nur noch auf der 10. klar, man, die machen sich oder sagen schon, dass sie mich für ein, zwei bestimmte Positionen einplanen, aber gerade Maggie weiß das ja auch, dass ich auf mehreren Positionen einsetzbar bin und von daher wahrscheinlich weiterhin als Allrounder. Das muss man vielleicht bei Wikipedia nochmal ändern. Ja, da muss man Allrounder vor allem mal das Foto ändern. Das ist ganz furchtbar. Was? Das gab's also nicht auch ist selten ein besseres von mir gesehen. Aber musstest du den... Der ist noch nicht zu Ende, der Eintrag, oder? Na, der geht jetzt noch weiter. die Laufbahn wird erwähnt und unter anderem deine vorherigen Stationen. Ja. Oha, ne, dann brauchst du nicht weiterlesen. Ja. Also auf die eine Station kommen wir gerne gleich nochmal zu sprechen, die anderen ignorieren wir dann einfach. Ja. Jetzt ist es natürlich so, du hast jetzt für 3 Jahre verlängert. Wir hoffen ja wahrscheinlich, dass Robin Himmelmann auch bleibt. Ich soll dich aber von Norbert schön grüßen, der ja gesagt hat, bei den Amateuren warst du ja auch im Tor ganz gut. Wie ist das denn jetzt mit dem Finger? Geht das am Wochenende zur Not? Wenn du die 3 Tore geschossen hast, kannst du dann für die letzten 10 Minuten noch ins Tor? Ja, dann kriege ich noch einen Tape-Streifen mehr rein, aber ich glaube, die Torwart-Handschuhe haben mittlerweile auch ein ganz gutes Finger-Safe oder so, dass da nichts passieren kann. Und bei den Amateuren bin ich bisher zu 0 geblieben. Auch am Betzenberg kann das eine Lösung sein. Hast du Stürmer schon mal gespielt, positionell oder nur jetzt mal in den letzten 2 Minuten? Ne, klingt komisch, aber ich glaube, Stürmer ist wirklich das Einzige, was ich noch nicht gespielt habe.
Ist positionell ein Wort oder ich weiß gerade fand ich aber wenn dann ganz gut eigentlich. Ich fand auch, das klingt gut. Klingt fast wieder als Übersteiger. Damals schrieb ich noch unter Quisi. Nee, Stürmer habe ich in der Tat noch nicht gespielt. Okay. Ja. Obwohl in einem Testspiel, mal in einem Freundschaftsspiel nach der Saison, wo es da waren wir gerade, glaube ich, 3 Tage auf Mallorca und sind dann wiedergekommen und dann habe ich wirklich mal eine Halbzeit im Sturm gespielt. Wahrscheinlich neben Benedikt Piquet im Sturm. Das kann sogar gut sein, ja. Okay. Das kann wirklich sogar gut sein. Aber getroffen habe ich. Ja, bestimmt. 26-1. Hab ich, wo habe ich die Scorerliste? Steht die hier drauf? Auf dem Zettel? Ich muss jetzt hier meine Zettel mal in Ordnung wieder. Die ist ja gar nicht so schlecht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt ist deine Torstatistik mit 11 Treffern wettbewerbsübergreifend für den FC St. Pauli. Da ist allerdings auch Oberliga und Regionalliga Nord dabei und die A-Junioren-Bundesliga. Also in der zweiten Liga hast du erst 2-mal getroffen. Kriegst du die Treffer schon aus dem Kopf nach hin? Schon. Ja, einmal Heimspiel gegen Union Berlin und einmal Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Und hast du da mal gewonnen? Nee, wir haben da mal gewonnen. Ja, einmal haben wir gewonnen, als nichts mehr ging. Ja. Letztes Mal. Da habe ich auch gespielt. Aber letztes Mal, ne? Letztes Mal? Da war Himmelmann im Tor. Vorletztes Mal, ne? Ja. Ach so, ja. Letztes Mal haben wir 4-1 verloren. Wobei das Ergebnis da auch um einiges höher ausgefallen ist, als, glaube ich, der Spielverlauf es wiedergibt oder widerspiegelt. Natürlich. Da waren wir drauf und dran, irgendwie das 3-2 zu schießen und kriegen dann noch einen Elfer nicht für uns. Wie hast du vorhin gesagt, alle Elfer gegen uns unberechtigt, alle, die wir nicht kriegen, waren auch welche. Und wenn wir da nochmal einen Anschlusstreffer gemacht hätten, dann wäre es nochmal eng geworden. Aber da war ich auch, das war dieses Spiel, wo wir uns von diesen Einwürfen haben übertöpeln lassen. Genau, ja, 1-0, 2-0. Okay. Ja, und ja, aber da habe ich getroffen. Das stimmt. Bis jetzt letztes Tor. Hm. Wird mal wieder Zeit, oder? Aber dann weißt du, wie es geht. Geht ja runter am Wochenende. Ja. Wie gesagt, haben wir gesagt, bis 13 kann ich mit meinen Fingern noch 3 Tore, dann mit Robin abklatschen, ab ins Tor. Und dann zur letzten Ecke nochmal lässig nach vorne traben und Kopfballtor nachlegen. Also. Dann kannst du ja beide Hände nutzen. So. Genau. Und dann 2 Victory-Zeichen sind auch eine 4. Kannst du sagen, hier, nehmt euren Vertrag, ich höre doch auf. Jetzt, genau jetzt. Bring ihn nicht auf Ideen hier. Ja, nee, Entschuldigung. Ja, ich trainiere ja die G-Jugend meines Sohnes. Du wurdest damals in einem ähnlichen Alter trainiert von Oma Trautchen. Stimmt das? Oma Trautchen, Traute Wohlers, ja. Damals, oder die ersten Jahre meiner Fußballkarriere, wurde ich begleitet von Traute Wohlers, ja. Und die hatte ich den direkt zum HSV gegeben oder gab es da zwischendurch noch andere Trainer? Ich denke, darüber wollten wir nicht reden. Dazwischen gab es noch ein, zwei andere Trainer, unter anderem ihr Sohn war noch einmal eine Zeit mein Trainer und dann habe ich den Verein gewechselt. Das war aber ja nicht so erfolgreich und du kamst dann zurück zu Cordi? Es waren 4 Jahre musste ich leiden. Vier Jahre war ich dann beim HSV in der Jugend und das war auch alles ganz schön und nett und hat mir sicherlich auch viel gebracht und ich konnte da viel lernen und war aber auch eine harte Zeit, weil ich 4-mal die Woche morgens um 7:30 aus dem Haus gegangen bin, in die Schule, nach der Schule 1,5 Stunden in die Bahn nach Ochsenzoll zum Trainingsgelände und abends um 9:30 dann irgendwann mit der Bahn wieder nach Hause gefahren bin. War wenig zu Hause, viel unterwegs, Schule, Fußball, irgendwann weniger Augenmerk auf die Schule, mehr auf den Fußball und ja, dann mit 14 nach 4 Jahren HSV, dann bin ich zurück zur Concordia gegangen. Und da bist du dann nochmal ungefähr 3 Jahre geblieben? Ja, 2 Jahre, 2 Saisons geblieben, bis ich dann einen Anruf von Andreas Bergmann bekommen habe, wo ich mir nicht vorstellen könnte, zu St. Pauli in die A-Jugend zu wechseln. Er sagte, dass er dann damals da Trainer wäre und fand ich alles ganz gut, hat sich gut angehört, war da zum Probetraining, hab zugesagt und irgendwie einen Tag später wurde er dann Trainer der U23. aber gut, ja, hatte alles so gepasst und war eine gute Entscheidung. Ab welchem Alter spielt man denn mit dem Gedanken,
ich will vielleicht damit später mal Geld verdienen. Weil ich meine, wenn du zum HSV wechselst, ist das ja schon mal eine Ansage. Ich weiß gar nicht, ab was für ein Alter. Ich glaube, als Kind spielt jeder mit dem Gedanken, Fußballprofi zu sein oder zu werden. Und ich glaube, bei mir war es eher so, dass es von Jahr zu Jahr ein bisschen abgenommen hat, dieses Fußballprofi zu sein. Ich habe das von meinem großen Bruder auch immer alles so ein bisschen mitgekriegt. Er ist 8 Jahre älter, hat dann damals im Herrenbereich in der Oberliga Hamburg gespielt. Und für mich war eigentlich als 13-, 14-Jähriger schon immer das ein Traum, wenn ich einmal in der Oberliga für Concordia auflaufen darf. So. Also ich habe gar nicht so an die ganz großen Arenen, Stadien, Mannschaften gedacht, sondern für mich war es eigentlich schon so, Oberliga ist schon fast wie Champions League. Und ja, für mich, oder ich habe dann ja auch eigentlich erst relativ spät meinen ersten Profivertrag unterschrieben, habe vor meine Schule beendet und eine Ausbildung gemacht und bin dann über die A-Jugend von St. Pauli in die Amateurmannschaft hochgekommen und weiterhin Ausbildung und festangestellt gearbeitet, bis dann erst das Angebot damals von St. Pauli kam, hier einen Profivertrag zu unterschreiben. Von daher war für mich dieses Thema davon träumen, Profifußballer zu werden, wie gesagt, hat eher so von Jahr zu Jahr immer ein bisschen weiter abgenommen. Ich bin den für einen Fußballer untypischen Weg eigentlich gegangen und habe die Schule und die Ausbildung gemacht. Was wärst du denn geworden, wenn du jetzt nicht Fußballprofi wärst? Ich habe Speditionskaufmann gelernt. Okay. Ist in Hamburg, glaube ich, auch mal ein ganz gefragter Beruf. Egal, ich bin gelernter Speditionskaufmann. Und Kühne und Nagel, das ist eine ganz gute Firma, glaube ich. Ja, genau, da wollte ich auch mal vorsprechen, aber in ein paar Jahren. Verfolgst du denn Cordi noch? Weil ich denke, gerade so als Traum in der Oberliga 11 aufzulaufen, das hat ja vielleicht auch ein bisschen mit Marienthal, das Stadion, zu tun gehabt. Ja. Ist ja traurige Geschichte. Genau, damals super Stadion, wunderschönes Stadion für eine Oberligamannschaft in Hamburg. Gibt es, glaube ich, nicht allzu viele Mannschaften, die so ein Stadion haben. Ist jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre her, aber Norderstedt, Viktoria, Altona vielleicht noch. Ja. Sonst gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so viele Mannschaften, die so ein kleines, tolles Stadion haben oder großes, tolles Stadion haben, wo auch an die 10.000 Leute, glaube ich, reingepasst haben. Aber ja, ist sehr, sehr schade zu sehen, was dann aus dem alten Marienthal geworden ist oder wie das jetzt dasteht. Nur ich kann gar nicht genau sagen, ob das jetzt immer noch so dasteht oder ob da mittlerweile schon mal was gemacht wurde, aber das Leih liegt jetzt, glaube ich, 6, 7, 8 Jahre unbenutzt, steht das Stadion immer noch da im Gehölz und wuchert so vor sich hin und ja, das ist eigentlich sehr schade und traurig. Ja. Also ich habe da immer gerne gespielt. Ich weiß noch, als wir da irgendwann mal im Pokal die Tribüne geändert haben mit unserer zweiten Mannschaft. Aber es war schon länger her. Das war ein Blutlichtspiel auf jeden Fall. Ja, Cordi hat die Heimspiele, glaube ich, fast immer freitagabends ausgetragen. Ja, sehr schade. Gibt es eigentlich bei Alpha noch was Neues, wo wir gerade über Amateurfußball in Hamburg reden? Nee. Gut. Dann mach ich weiter. Ich habe gerade überlegt, ob mir was über den Weg gelaufen ist. Also aktiv weiterverfolgt habe ich das nicht und aufgedrängt hat sich mir auch keine Neuigkeit, deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass da Stillstand ist. Also ich weiß immer noch nicht genau, wo sie jetzt hin umziehen. Na gut, dann warten wir mal ab. Also auf jeden Fall wird der HFC Falke ja nächstes Jahr dann an der Weidmannstraße spielen. Ja, aber Altona baut doch daneben, oder nicht? Ja, die bauen daneben. Ja. Achso, das wusstest du auch nicht? Doch, da haben wir letztes Mal drüber geredet. Stimmt. Macht ja nichts. Dann lass uns lieber weitermachen. Oh Gott, aber Gott, kurz, Gott. Letztes Mal nach dem zweiten oder nach dem fünften Dittmarsch? Ja, das war vorletzte Mal. Achso. Okay. Ja, also du bist dann von Bergmann geholt worden für die U19. Er ist in die U23 marschiert. Dann war es ja aber kein weiter Weg, da auch bei ihm in der U23 vorstellig zu werden. Nee, genau. Habe ich 2 Jahre hier in der A-Jugend gespielt, bin hoch in die U23 und er wird Profitrainer. Das ist so ein bisschen vor mir weggelaufen. Aber du hast ihn eingeholt. Ich habe ihn eingeholt, ja. Ich hatte unter ihm überholt dann sogar. Überholt?
Wo ist er denn gerade? Ich habe ihn letzte Woche Sonntag gesehen. Übrigens, falls es irgendwen interessiert. Oder beim auch nicht. Eisfußball? Nein. auf der Straße. In. Was, ne? Du sollst dein Mikro ein bisschen höher. Ach so. Nein, das Mikro nicht. Egal. Ja. Auf der Straße habe ich den getroffen. Nicht im Stadion. Nein. Und hat er dich erkannt? Nö. Ich Bus, er zu Fuß. Und dann hast du ihn getroffen? Geht's gesehen, habe ich ihn gesehen. Ist auch völlig uninteressant eigentlich. Okay. Ja, genau. Unter ihm hatte ich dann meinen ersten Profi-Einsatz hier in der Regionalliga. Hat er mich dann, es war glaube ich zum Ende der Saison hin, viele Verletzte oben in der ersten Mannschaft und da waren eine Menge Jungs aus der zweiten Mannschaft dann mit auf der Bank gesessen und ich war dann einer der Glücklichen, der da sein Profidebüt feiern durfte. Gegen? Ich glaube, das sucht Mike. Köln Amateure. Genau. Weißt du noch das Ergebnis? 3-1. Sehr gut. Alter. Nicht schlecht. Respekt. Ja, Mike wird gerade so ein bisschen Opfer seiner Überorganisation. Ne? Er verliert sich. Was willst du noch wissen? Ja. Wie hieß der Trainer von Köln 2 damals? Ist egal. Keine Ahnung. Weißt du noch, wie dein Oberliga-Trainer hieß beim Debüt? 2005? Beim Debüt? Das, ja, Dieter Schlindwein. Nee, das war A-Jugend. Das genau, A-Jugend. Auch richtig, ja. Frank Bernhard. Frank Bernhard, ja. Guck an. Aber auf Dieter Schlindwein, in der A-Jugend. Hatte ich sie alle. Dieter Schlindwein, Dirk Zander, Stani. Dafür bist du ein erstaunlich filigraner Fußballer geworden. Echt? Das höre ich zum ersten Mal. Ich hätte jetzt auch Vergleichsebene. Ich hätte jetzt auch eher gesagt, das erklärt einiges. Aber ja, sind ja, aber ich sag ja, ich habe heute gerade gelesen, dass ich kein Cristiano Ronaldo wäre, aber zwischen Dieter Schlindwein und Cristiano Ronaldo ist ein bisschen Spielraum. Platz für dich. Locker. Ich habe heute gerade geschrieben, wie toll es wäre, wenn du mal Messi abgrätschen würdest. Von daher einfach mal so ein bisschen über die Bande weg. Ich denke, der Grund wäre dann ja gleich noch drauf, warum du für 3 Jahre verlängert hast, damit du dann eben nach 2 Jahren mit hoher Ablöse zum FC Barcelona wechseln kannst. Aber das wollten wir ja noch nicht verraten. Ich dachte, damit er im dritten Jahr für uns in der Champions League gegen. So sehe ich das nämlich auch. Ja, das waren noch meine Gedanken. Ja. Naja, da müssen wir halt gucken, was wichtiger ist dann, wenn das Geld. Mal sehen wir. Ja. Alter. Okay. Mach erstmal das Tor in Kaiserslautern. Ja, sehr schön. Jetzt hast du ja, und weiß ich nicht, ab welchem Moment du damit gerechnet hast, machst du ja am Wochenende dein 100. Zweitligaspiel. Ist das so eine Sache, die verfolgt man auch selbst? Guckst du irgendwie alle 4 Wochen mal bei Transfermarkt.de, wie sehen eigentlich meine Statistiken aus? Oder ist das eine Sache, die von Medien irgendwie an einen herangetragen wird? Ab und an schaue ich tatsächlich mal bei Transfermarkt.de, wie so meine Statistik aussieht, aber zu dem 100. Spiel wurde ich von unserer Medienabteilung angesprochen, dass da ja bald was ist und was ist denn da und ja, Kaiserslautern und da schließt sich auch der Kreis. Ich meine, was willst du jetzt von mir? das habe ich mein erstes Zweitligaspiel auch gemacht am Betzenberg und ja, jetzt wird es dann tatsächlich auch mein 100. werden, sofern ich denn spielen darf und freue ich mich schon drauf. Ich sehe gerade, Trainer bei deinem Zweitligadebüt war André Trulsen. Ich glaube, das war da, wo Stani eigentlich Trainer war, aber noch keine Lizenz hatte. Durfte. Ja. Ah, okay. Ja, das kann sein. Was, sonst war er nie Trainer, oder? Hm? Troller? Sonst war Troller doch nie Trainer. Nee, da ich. Ja, aber war hier. Doch offiziell Trainer, weil er den Trainer hatte. Ja, genau, das hat er ja gar nicht. Okay. Na gut. Ja, jetzt der Vertrag, den du unterschrieben hast, der gilt ja für 3 Jahre und ist ja ligaübergreifend. Das heißt für 3 Jahre und 3 Ligen. Das über die Drittliga reden wir nicht. Aber das heißt, du kriegst auch keinen neuen Vertrag, wenn wir aufsteigen. Du musst dann mit den Bezügen, die du jetzt für die Erstliga verankert hast, spielen. Ja. Da hast du ja hoffentlich gut verhandelt dafür. Ja. läuft. So kurz vorm Aufstieg. Also, dass wir das im Auge haben. Nee, das sind auch Dinge, mit denen ich mich nicht so großartig beschäftigt oder lange aufgehalten habe. Also, mir ging es hauptsächlich um die zweite und die dritte Liga und da hatte ich Gespräche mit Maggie und waren uns relativ schnell einig und
Ich weiß nicht, ob ich das hier, ob ich mir damit jetzt Probleme bereite oder nicht, aber ich bin nicht hier, um Geld zu verdienen. Ich das kann, finden wir alle doof. Kann es viel lieber haben, wenn du Geld verdienen willst. Kann mich und meine Familie davon ernähren und mir auch noch am 20. des Monats muss ich mir nicht überlegen, ob ich nochmal meine Madame zum Essen einladen kann oder nicht. Aber ja, ich finde, um mehr sollte es auch dann einfach nicht gehen, weil ich mich hier wohlfühle und ich komme aus Hamburg und habe meine Familie und meinen Freundeskreis hier und deswegen war für mich nicht großartig jetzt Ziel des neuen Vertrages hier super gut zu verhandeln, wie du gerade gesagt hast, für einen Erstligafall oder so, sondern ich freue mich, dass ich hier 3 Jahre weiter Fußball spielen darf bei dem Verein. Und ich denke, das freut uns alle auch sehr. Wie sind denn die Verhandlungen gelaufen? Macht das Maggie tatsächlich jetzt alleine oder sitzt du da mit ihm und Ewald? Und du hast auch noch einen Berater, ne? Ja, genau. Ja, heutzutage hat fast jeder, glaube ich, einen Berater, wobei mein Berater ja noch nicht so viel zu tun hatte, mit mir zumindest. Der verdient doch auch immer nur, wenn du wechselst, oder? Ist das total blöd für ihn? Ja, ich auch wenn neue Verträge unterschrieben werden. Aber das... Wer ist das denn? Kennt man den? Den Berater? Nee, das ist ein... der ist auch zu sehen auf transfermarkt.de, wen es interessiert. Aber, ist nicht die Schlappner-Collection wie bei Hermann Gunesch. Nein. Ja, das machen der Berater und der Sportchef zusammen mit den Verhandlungen. Und, ich weiß nicht, inwieweit Ewald da involviert ist, ob der sagt, Maggie, da musst du nochmal einen Zehner drauflegen oder nicht, den wir ich unbedingt haben. Bring zur Not das Pfand weg, wenn es das kann ich dir nicht sagen, aber nee, das läuft in der Regel über die Berater. Finde ich auch eigentlich ganz gut, damit die Spieler nicht diese Verhandlung führen müssen und sich ein Berater verhandelt vielleicht anders mit dem Sportdirektor als ein Spieler und ist nachher keiner böse auf den anderen. Ist ja auch sein Job, ne? Soll er sich ja gut auskennen, du sollst ja Fußball spielen. Richtig. Ja. Sehr gut. Der Zeitpunkt wurde sehr gelobt, auch als Zeichen. Ich gehe davon aus, ihr habt nicht erst seit letzter Woche gesprochen, sondern schon deutlich länger. War das auch von der Medienabteilung auch irgendwie so ein Ding, die sagt, ey, hier kommen 100. Spiel, vorher machen wir das publik? Oder wird so taktisch dann doch gar nicht gedacht bei solchen Dingen? Wir hatten relativ früh die ersten Gespräche. Ich glaube, es war so im Februar oder so, wo mal leicht angedeutet wurde, dass man sich es vorstellen könne und so hat dann nachher hinten raus ein bisschen gedauert. Ist natürlich auch schwer für Maggie zu planen. Zweite Liga, dritte Liga. Was hast du gefragt? Ja, ob das zum Glück bin ich nicht der Einzige. Das ist ganz gut. Wir müssen nochmal lüften, wa? Ob das jetzt vom Zeitpunkt her irgendwie getimed war oder ob ihr einfach gesagt habt, so ist ja so unterschrieben, dann machen wir es auch publik. Nee, also ich hätte es tatsächlich ganz gerne vor dem Heimspiel gemacht. Ich glaube, das wäre, oder unterschrieben und dann auch publik gemacht. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein ganz cooles Zeichen gewesen vor so einem Heimspiel. Jetzt hat das so ein bisschen den schalen Beigeschmack, weil du diesen Wahnsinns-Assist gegeben hast und sie nur deswegen verlängert haben. Ja, ist auch eigentlich so. Aber, ich finde es jetzt im Nachhinein auch völlig in Ordnung. Hätten wir verloren gegen Leipzig, wäre es vielleicht auch ein bisschen anders von der Wahrnehmung her mit der Veröffentlichung. Aber letztendlich freue ich mich, dass ich hier verlängert habe und meinetwegen hätte es auch am 30.06. öffentlich gemacht werden können. Solange ich hier am ersten Trainingstag wieder auftauchen darf, freue ich mich und hoffe, dass natürlich auch noch der ein oder andere Spieler bald folgen mag. Als hätten wir es abgesprochen, super Überleitung. Du betreust ja eine Facebook-Seite, die sehr gut angenommen wird, mit inzwischen fast 7000 Leuten, die da draufgeklickt haben. Und ich könnte, wer es noch nicht hat, kann das übrigens gerne mal machen. Werden wir auf jeden Fall verlinken, dieses Facebook. Ist total heißer Scheiß. Es gibt noch ein paar mehr, die eine haben, aber unter anderem hat auch Robin Himmelmann so eine Seite.
der ja dein Zimmernachbar ist auf Auswärtsfahrten und im Trainingslager und der zu deiner Vertragsverlängerung gesagt hat, das ist ja super, weil dann bleibst du ja weiterhin bester Zimmerkumpan, den es gibt. Was ja nun dann in den Kommentaren dazu führte, dass viele gesagt haben, das ist ja klasse, Robin, dann bleibst du ja auch. Hast du denn zumindest von ihm das okay, seine Vertragsverlängerung heute hier bekannt geben zu dürfen? Soweit ich weiß, hat Robin ja noch einen Vertrag für nächstes Jahr. Naja, aber der verlängert sich ja nur, wenn wir die Relegation erreichen und er beide Spiele macht automatisch. Hat er nicht einen Vertrag? Ach nee, stimmt. Für die zweite Liga? Nee, er hat diese Option, dass er rausgehen kann, wenn er nicht mindestens 20 Spiele macht. Und mit den Ligaspielen kommt er nur noch auf 19. Mit den Relegationsspielen kommt er aber auf 21. Was ich kurz dazwischen werfen möchte für die Hörer, die das nicht sehen können, immer wenn das Wort Relegation benutzt wird, also wenn Mike das Wort Relegation benutzt, rutscht er in seinem Stuhl kurz so 5 Zentimeter nach oben. Immer so Relegation, diese Vorfreude auf die mögliche Relegation. Es ist unfassbar. Also es gab Spieltage in dieser Saison, wo ihr alle die Relegation mit Kusshand genommen hättet. Ja, natürlich, aber... Ein? Nein. Ach so. Ja gut, also auf jeden Fall ist die Situation so. In der Zeitung stand ja, glaube ich, gestern, dass ein Zitat von Robin, dass es Gespräche gibt. Mehr weiß ich darüber auch noch nicht. Vielleicht werde ich nach der nächsten Auswärtsfahrt mit gemeinsamer Zimmerbelegung mit Robin schlauer sein. Dann werde ich euch nochmal Infos geben, aber... Ja, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, ich hoffe, dass da bald einige Mannschaftskameraden nachziehen werden und da ist Robin auch jemand, wo ich mir sehr wünschen würde, dass er auch möglichst schnell nachzieht und vielleicht auch Liga unabhängig unterschreibt, aber da wir die Klasse halten, ist das sowieso egal und genau. Das wünsche ich mir auch. Wenn ich mir auch was wünsche, dann wünsche ich mir es auch. Dass wir die Klasse halten oder dass Robin Himmelmann unterschreibt? Beides, okay. Wünschen. Kann man sich ja viel, ne? Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ich habe eine Frage zur Vertragsverlängerung, die völlig unwichtig ist, aber mir ist aufgefallen, wieso, wenn man einen Vertrag verlängert, wieso muss man so ein Trikot ins Foto halten? Das ich hätte es gern so richtig noch mit Shake Hands gehabt, aber ja, waren Maggie und Ewald mit drauf. Ich weiß nicht, das macht man einfach so, das so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich dachte, das ist nur bei Neuverpflichtungen so. Das war auch eigentlich das Trikot von Julian Koch. Das macht das man bestimmt, damit solche Leute, die von Werbung keine Ahnung haben, wie Wilco, nochmal zur Kenntnis nehmen, da steht keine Versicherung mehr drauf, sondern Kongstar. Es ist ja immer die Rückennummer. Nein. War es ja nicht, das wäre es ja Koch gewesen. Ach so, ich habe das Foto gar nicht gesehen. Auch das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Also, Jan hat übrigens um 3 Jahre verlängert. Ja, das ist der mit der 27. Ich spiele Fußball. Ich habe das auf Facebook gelesen. Cool. Auf Facebook kriege ich alles auf mit. Meiner Seite? Ja. Ja. Aber jetzt bin eifriger Abonnent und Leser. Ich klicke auch immer den See More Link. Also ich lese das auch alles. Okay. Nicht immer nur die ersten 3 Zeilen. Ja, finde ich gut. Trotzdem ist wichtig, die wichtigen Informationen nach oben zu schreiben. Weil nicht. Wobei, jetzt mal ehrlich, du bist kein Qualitätsfollower, weil du liest auch Bibis Beauty Palace. Nicht mehr. Bibi Was? Und ich haben gebrochen. Also ich halte es nicht mehr aus. Echt. Oh, Sondersendung. Was ist passiert? Ich mache viel mit, sagen wir mal so. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Wir müssen die Sendung jetzt unterbrechen. Das müssen wir in Ruhe. Nein. Okay. So, Sebastian hat eine Frage. Schieß los. Ja, was heißt Frage? Ich habe beobachtet, dass bei Facebook, nämlich auch unser im Moment wohl dritter Torwart, ein Foto gepostet hat unter deinem Vertragsverlängerungsposting. St. Pauli ist die einzige Möglichkeit mit ihm davor. Das könnte man ja im Mike'schen Sinne auch als Zeichen nehmen, dass da hoffentlich... Könnt ihr nicht sehen? Noch ein Tor oder? Genau. Jan nickt sehr eifrig. Könnt ihr nicht sehen? Ja, hat er erstmal recht mit der Aussage. Ich also, wollte jetzt auch gar nicht irgendwelche interne erfahren. Naja. Ich glaube, das war auf den, habe ich auch gesehen, auf den Kommentar, auf den vorherigen Kommentar bezogen. Den deiner Mutter. Das ist richtig. Nächstes Mal lesen wir Facebook vor. Ich muss sagen, Kommentare lese ich nicht mehr. Guckt Mike gerade so böse an? Nee, böse? Nein, ich habe gelächelt. Was habe ich wie so böse?
Wenn das Lächeln ist. Wenn, dann habe ich vielleicht gefragt, was stand in den Kommentaren. Weil ich glaube, die einzige Möglichkeit sind die Mails. So, ja. Okay. Und eigentlich lese ich Kommentare auch nicht. Aber das von Philipp war ein Foto aus unserem Kraftraum. Da steht der Spruch nämlich an der Wand. Und da hat er, glaube ich, mal ein Selfie geschossen, um diese Aussage zu bestärken. Und ja, von Philipp würde ich mir auch wünschen, dass er gern verlängert. Ja, wo wir gerade vorhin schon bei Schulz so ein bisschen abgedriftet sind und zu der U17 können wir über Philipp Herwagen vielleicht auch noch sagen. Der hat am Wochenende einen Elfmeter von Alex Ludwig gehalten. Congratulations. Alex Ludwig spielt noch Fußball? Ja. Ist und sogar das Havel, oder? Nee, Goslar. In der Regionalliga, ne? Gegen unsere Zweite, da hat Philipp Herwagen im Tor gestanden und den Elfmeter gehalten und dadurch ging das Spiel dann 0-0 aus. Schönste Fußballbuch übrigens, was ich jemals gelesen habe, dreht sich um den SC Goslar. Torschrei heißt das. Torschrei. Nachkriegsroman von so einem Jungen, der immer zu Hause ausreißt und sich unter Kneipenfenster setzt, damit er wenigstens den Ton hört und so. Eine ganz großartige Geschichte. Aber auch nur so aus nur der mal so. In Goslar unter die Scheibe nee, der Kneipe wohnt, setzt? Nee, der wohnt irgendwo anders und muss immer ausreißen, um Fußball zu gucken. Der nach Goslar ausreißen? Von zu Hause muss er immer ausreißen, weil sein Vater mit Fußball nichts am Hut hat. Und dann sucht er sich halt immer so Kneipen, wo Fußball läuft und setzt sich dann heimlich unter das geöffnete Fenster außen sozusagen, um wenigstens vom Spiel einiges mitzukriegen oder sehr... Das Buch habe ich wirklich verschlungen, weil das... Ist das dieses Wunder von Bern? Oh, Alter. Müsst ihr da eigentlich hin? Ins Musical? Nee, aber war ich schon. Ja? Ja. Fand ich sehr gut. Bin eigentlich ja nicht so der Musical-Gänger, aber Wunder von Bern fand ich ganz gut. Ich bin total Musical-Gänger, aber Wunder von Bern hat mich bisher noch nicht gekickt. Aber vielleicht soll ich das dann mal machen. Das ist ganz schön mit dem Schiff da über dir. Ja, ey, super. Ich war auch noch nie im Musical. Ich hatte Karten, aber da war Fußball. Oh. Das ist ja also blöd. Man muss halt Prioritäten setzen, ja, ne? Ja, dann sozusagen. Okay, Facebook. Wie gesagt, knapp 7000 Fans. Hast du das irgendwann mal auf eigenes Bestreben gemacht, weil du mit dem Medium Internet denkst, besser Kontakt auch zu der Fanszene an sich zu haben? War das so ein Anhänger an Fabian Boll, der das dann eine ganze Zeit gemacht hat? Oder wie bist du dazu gekommen? Ich meine, das ist ja schon ein Angang, so eine öffentliche Seite zu machen. Man muss sich da so ein bisschen überwinden. Mhm. Ja, ich habe lange überlegt. Ich habe wirklich lange überlegt, mir Gedanken gemacht, tust du dir das an oder nicht? Mhm. Ich muss sagen, ich war fleißiger Forumsleser. Echt? Oh mein Alter. Gott. Ich habe gesagt, war da aber nicht angemeldet, um irgendwas zu schreiben und war auf jeden Fall verkehrt, da mitzulesen und da habe ich mir einfach gedacht, gut, dann ist das jetzt doch der richtige Zeitpunkt, irgendwie so eine Facebook-Seite zu machen, wo Leute, die Kontakt mit dir aufnehmen möchten, dich anschreiben können, mit denen kannst du kommunizieren. Leute, die keinen Bock auf dich haben, brauchen deine Seite ja nicht zu liken, sind glaube ich trotzdem genug bei, leider trotzdem, ja. Die es gemacht haben und ab und an mal einen Kommentar dazu schreiben, aber gut, ist halt so, ich freue mich über den Like, den sie mir gegeben haben und das habe ich einfach für mich entschieden, das zu machen, um ja ein bisschen näher auch an den Fans sein zu können, sie vielleicht das ein oder andere Mal teilhaben zu lassen. Ist für mich dieser andere Weg, nicht des Forums, sondern über die sozialen Netzwerke zu kommunizieren. Ansonsten auch immer gerne nach dem Spiel. Freue ich mich auch, wenn man da mal ins Gespräch kommt, aber ja, einfach um Leuten was an meinem Fußballerleben teilhaben lassen zu können. Jetzt bist du ja einer von denen in der Mannschaft, die recht regelmäßig und auch meistens nicht sonderlich fundiert auf die Fresse kriegen, weil du eben ein Eingewächs bist wahrscheinlich und im eigenen Stall zählt man immer weniger. Das ist, glaube ich, eine Sache auch, die Dennis Daube lange Zeit hier erleiden musste. War das ein Grund, nachdem du sagst, du liest im Forum,
zu sagen, ich brauche irgendwie eine Gegenöffentlichkeit? Oder wie nimmst du überhaupt diese Kritik an dir wahr? Es ist nicht so einfach, damit umzugehen, ja. Aber ja, man kann es nicht allen Leuten recht machen. Das ist etwas, was ich lernen musste, und gut, ist halt so. Gibt überall welche, die Spieler mehr mögen oder nicht mögen, und muss ja auch keinen dazu zwingen, mein Spiel zu mögen. Aber ich finde es halt eigentlich unfair und ungerecht, wenn man Leute kritischer sieht, die aus der eigenen Jugend kommen, als andere Leute, die hier für viel Geld hergeholt werden und vielleicht noch weniger bringen als oder leisten als diejenigen, die schon ein paar Jahre hier sind, den Verein eigentlich ganz gut kennen, einiges mitgemacht haben. Spreche nicht nur von mir, aber dass die Leute dann so kritisch gesehen werden, hat so einen faden Beigeschmack, finde ich. Biene war auch mal ein ganz gutes Beispiel, der auch immer auf die Fresse gekriegt hat. Unter anderem auch, ja. Hast du denn, also du machst ja auch viel drumrum jetzt. Letztes im Winter war diese Flüchtlingsgeschichte, wo du auch Klamotten gesammelt hast. Wir hatten dich irgendwie früher schon mal eingeladen, da konntest du nicht, weil du da verpflichtet warst, was natürlich auch dann viel wichtiger ist. Ist sowas mehr geworden durch Facebook, weil du da auch andere Kontaktmöglichkeiten bietest, die dann auch wahrgenommen werden? Oder ist das mehr so ein Fan-Ding, ach Mensch, toll, dass du schreibst, und oder kommen da auch solche Sachen an dich ran über Facebook? Oder passiert das eher noch über die Medienabteilung oder ähnliches? Es ist nicht mehr geworden durch Facebook, aber zum Beispiel durch Facebook habe ich die Möglichkeit, mehrere Leute zu erreichen. Mhm. Ich habe jetzt mit Robin Mitte, weiß gar nicht mehr genau, wann das war, September, Oktober, haben wir so eine Kleidersammlung ins Leben gerufen, auf die Beine gestellt und dann auch über unsere Seiten natürlich verbreitet und zum Spenden aufgerufen. Und das, muss ich sagen, ist überragend angenommen worden. Und ich glaube, hätten wir unsere Seiten nicht gehabt, wofür wir das hätten nutzen können, wären auch nicht so viele Leute gekommen, die gespendet haben. Und für so etwas ist es natürlich auch Gold wert, weil wir doch sehr viele Leute erreichen und man einfach auch sieht, wie groß die Hilfsbereitschaft der Leute im St. Pauli-Umfeld ist. Mhm. Das ist schon genial. Aber ansonsten war ich jetzt mit Hinz und Kunz unterwegs, was auch über den Verein zustande gekommen ist, dann aber letztendlich nichts mit meiner Facebook-Seite zu tun hatte. Mhm. Für die Nicht-Hamburger unter uns vielleicht kurz Hinz und Kunz ist das lokale Straßenmagazin. Als Erklärung dazu. Wie ist denn das mannschaftsintern? Hast du da mit Robin einen kleinen Wettkampf, wer mehr Leute auf seiner Facebook-Seite hat? Und spielt noch jemand anders mit? Nein und nein. Nee, ich glaube, dass das gar keinen Sinn machen würde, da irgendwie so einen internen Wettkampf zu haben, hat er eh keine Chance. Aber, das ist die richtige Einstellung. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen wir relativ ähnliche Anzahl an Likes auf unserer Seite haben. Ich glaube, dass in der Regel die St. Pauli-Fans auch, glaube ich, von allen Spielern, die so eine Seite haben, die Seiten geliked haben. Von daher werden die Zahlen da, glaube ich, nicht so groß abweichen, aber nee, aber die Seiten, wir haben es mal in Anfang der Saison versucht, so über unsere Seiten so ein paar Battles gegeneinander durchzuziehen, haben es dann aber aufgrund der sportlichen Situation erstmal eingestellt. Gucken vielleicht was fürs nächste Jahr, wenn Robin hier weiter angestellt ist. Und nur deswegen wird er jetzt bleiben, bin ich mir sicher. Wie viele Likes hat der Übersteiger, habe ich mich gerade gefragt? Der Übersteiger? Auf Facebook gar nicht so viel, weil wir da nicht so viel machen lassen. 5.300, was für eine Facebook-Seite, glaube ich, okay ist. Auf Twitter sind wir ein bisschen beliebter. Da haben wir 5.800, was auf Twitter deutlich schwieriger zu erreichen ist als auf Facebook. Man muss ja sagen, wenn du sagst, sind wir, meinst du dich? Also nein, du auf meinst Twitter, dich auf nicht. Auf Twitter, aber auf Facebook sind wir es ja doch auf ein paar mehr Schultern inzwischen verteilt.
Aber wie gesagt, da ist Kala uns deutlich vorweg. Also mit 6.899 führst du da. Soll ich nochmal aktualisieren? Wir haben mehr. Ihr habt mehr. Ihr seid auch noch gar nicht so lange in dem Fanladen auf der Seite und dafür doch sehr erfolgreich. Ist das eine Sache, die sich angeboten hat, einfach zusätzlich zur Website? Ja. Gut, weiter. Schön, was wir mal ausführen. Aber es kommt bald eine neue Website. 6.901. Wow, oh. Während der Sendung. Siehst du, die alle Live-Hörer hier, während wir gar nicht live senden. Super. Wie, neue Website? Ja, es gibt eine neue Website. Vom Fanladen, warum? Ja. Größere Schrift. Vielleicht können noch mal, besser. Vielleicht können ja mal Leute in diesem Moment auf stpauli-fanladen.de gehen und dann ist Mikes Frage selbst beantwortet. Gibt es dann auch überholt. Einen Online-Shop? Einen Online-Shop gibt es schon, tatsächlich. Der ist extern bei Merchland. Ist der, weil Sascha von Merchland das für uns gnädigerweise alles übernimmt. Das könnten wir gar nicht. Wir könnten dieses Ganze versenden und so gar nicht machen. Und Sascha, alter St. Paulianer aus Block 4, glaube ich, einer der wenigen Menschen, der die Zecke von dem Zecken on Tour T-Shirt tätowiert haben übrigens, hat halt so einen Online-Shop für die Ärzte und Bela B. und Roland Kaiser und was weiß ich. Und der macht auch unseren Online-Shop. Also den gibt's, der ist auf unserer Seite. Kannst du auf Online-Shop klicken und dann kommst du. Hat er auch die Sonnenbrillen, die hier vom Leipzig-Spiel verkauft wurden? Sonnenbrillen? Sonnenbrillen? Ja. Davon weiß ich nichts. Vielleicht, aber. Habe ich gehört, waren ganz coole Sonnenbrillen mit so einem breiten Streifen an der Seite, wo St. Pauli draufsteht. Ey, die habe ich auch schon mal gesehen, die fand ich auch ganz gut, aber weiß ich auch nicht, wo es die gibt. Ja. Siehst du, meine Doofheit auf eurer Seite zurechtzukommen, genau. Die Gelegenheit gegeben, euren tollen Online-Shop zu promoten. Genau, jetzt wird es aber bald eine neue geben. Sie wird schon gebaut. Die AFM hat uns zu unserem 25-Jährigen quasi eine neue Homepage geschenkt. Ah. Ja, die waren mit den Nerven auch am Ende. Scheiße, 25, die Barhocker. Die Barhocker, wir warten täglich auf die. Oh, fuck, ich muss die noch bestellen. Ach so, ja, dann können wir natürlich lange warten. Eieieiei. Das schneide ich raus, meine Güte. Okay, wir haben ja schon gesagt, gegen wen du deine Tore geschossen hast. Du hast tatsächlich genauso viele Platzverweise wie Tore. Was? Nämlich zwei Stück. Weißt du noch welche? Zwei. Ich kann mich an eine erinnern, ja. Welche denn? Du zählst aber auch unfair. Bundesliga. Bundesliga, genau. Ja. Gegen einen sehr schnellen Jefferson-Verfahren. Wo ich ja nach wie vor denke, eigentlich hast du mehr Ball gespielt, als dass du ihn glaube ich auch. Bin ich auch immer noch der Meinung. Ja. Aber der Herr Aytekin hat das ja anders gesehen. Oh, da habe ich speziell das war so ein ganz komisches Spiel, was da für Entscheidungen getroffen worden sind. Das ist richtig, das war deine gelb-rote Karte. Du hast aber auch einmal glattrot gesehen. War das das Bierbecherspiel oder was? Das war ja. Das Bierbecherspiel, ja. Ja, das bei Two and a Half Men, der stellt immer Gegenfragen, um länger Zeit haben zu antworten. Okay, kleiner Tipp, es war nicht in der ersten Mannschaft. Und es war auch nicht glattrot. Das hast du aber gerade gesagt. Ja, ja. Was? Voll gemein. Nee, es war nicht gelbrot, sondern glattrot. Okay. Ja, doch, na klar. Ja, am Millantor. Derby. Ja, gegen den HSV. Hat er sich verdient. Ja, haben aber, wir verloren. Kurz, du zählst falsch, ne? Wieso? Weil wenn du lieber Liga übergreifend ja, okay, die Karten zählst, musst du auch die Tore Liga übergreifend zählen. Das stimmt, ja, okay. Also zwei Tore in der ersten Mannschaft und zwei Platzverweise mit allen Mannschaften. Ja. Das sieht doch besser aus, ja. Im Übrigen, zu meiner These mit dem filigranen Fußballer von vorhin, Dieter Schlindwein, hat in derselben Zeit wahrscheinlich sowas wie 15 rote Karten gehabt. Gab es wahrscheinlich noch gar nicht gelb-rote. Aber heute hätte ich jetzt gesagt. Die pfeifen jetzt auch anders. Also nochmal drauf zurückkommen, man müsste natürlich sowieso als Verein nochmal sich pädagogisch überdenken, wenn man Leute wie Dieter Schlindwein auf die A-Jugend loslässt, aber das ist ja nur schon lange her. Also, war noch eine andere Zeit. War eine andere Zeit, ja. Da wurde noch, na gut. Ja, das war ein Derby der beiden zweiten Mannschaften gegeneinander oder ja. Als wir? Nee, das war okay. Zweite Mannschaft. Glattrot, was hast du denn gemacht? Weiß ich gar nicht. Nix, natürlich. Ja. Schwalbe Ball war da. Aytekin gefiffen. Nee, ich glaube, die habe ich mir verdient. Das ist eigentlich noch bessere Antwort. Okay. Ja, das ist so. Ja, wollt ihr mal einsteigen? Ich sortiere meine Zettel.
Ja, du mit deinen Zellen, das ist überhaupt ein Skandal. Wie viel sind denn das? Also, ja, ach, ich Statistiken, Dutzend, hier Interviews ausgedruckt und so. Und wenn man sich hier so umguckt, wir sind ein Online-Format, wir machen Podcasts und der Kollege Krügemeier hat nicht mal ein Tablet oder so, auf dem man seine Informationen cool selbst animiert. Selbst Evalin hat alles auf dem Tablet, habe ich gesehen, bei der sportlichen Runde. Der hat alles auf seinem iPad und seinem iPhone gezeigt. Wahrscheinlich jetzt auch, ehrlich, weil der hat er mit euch auch Videoanalyse gemacht? Nein, das hat er nicht. Er hat viel vorgelesen, das, von das iPad und iPhone. Und alle haben schon immer so, Zettel-Ewald, ist jetzt wohl iPad-Ewald und so, vor sich hin gekrummelt. Und irgendwann hat er gesagt, ich kann doch gleich Zettel rausholen, wenn ihr daran so viel Spaß habt. Dann war alle ruhig dann. Aber während Mike seine Zettel sortiert, weil du es jetzt ein paar Mal angesprochen hast, Videoanalyse ist gut, ist nicht so gut? Also jetzt so, macht Spaß oder eher... Ja, generell, Videoanalyse ist gut, ja. Aber, bei uns ist sie sehr intensiv. Ist vielleicht auch gut und richtig so, aber wenn du dann vor dem Training irgendwie so 80, 90 Minuten nochmal in so einem dunklen, kleinen Raum sitzt, wo vorne jemand steht und dir nochmal erzählt, was du die Woche vorher falsch gemacht hast, dann gibt Geileres. Auf ja, prägt sich das viel besser Fall ein, wolltest du den Satz beenden? Habe ich ja auch gesagt, das ist wahrscheinlich auch total sinnvoll, aber ja, ich glaube, wir sind Fußballer und würden gern die Zeit auf dem Trainingsplatz lieber nutzen. Aber guckt euch da die eigenen Spiele an oder die Spiele des Gegners oder beides? Die Woche hat 7 Tage. Da ist auch mal UEFA Cup 86 dabei. Oder mal sehen, was auf Eurosport so kommt. Gucken mal unsere Spiele oder analysieren natürlich unsere Spiele, dann die des Gegners und manchmal auch völlig andere Spiele. Ja. Eisfußball. Mal gucken, vielleicht kommt das diese Woche noch. Heute bisher noch nicht, nee. Also mal gucken, vielleicht kommt das noch. Wenn wir schon über Pädagogik und Dieter Schlindwein sprechen, dein älterer Sohn ist jetzt schon angemeldet im Verein? Also nicht in unserem, glaube ich, oder? Nee, der ist bei mir um die Ecke angemeldet. Kurze Wege. Du musst ja wahrscheinlich die Spiele dir angucken, beziehungsweise tust das sicherlich auch gerne. Ja. Wie ist das mit anderen Eltern? Ich frage, weil in unserer G-Jugend, wir haben das hier in der Sendung regelmäßig, ja. Läuft unserer das ganz gut? G-Jugend, oh, das hasse ich übrigens, wenn Leute sagen, in unserer Kita ist das so und so. In meiner G-Jugend, weil ich bin Betreuer. Ach so, Entschuldigung. Ja, dann nehme ich alles zurück. Sorry. Das hättest du aber in den letzten 30 Sendungen... Ja, habe ich vergessen. Okay. Alter, wie Krücke gucken kann, ey. Das, in unserer Kita. Ja. Wird übrigens auch gestreikt, nein. Alles gut. Also in der Mannschaft meines Sohnes. Ja, genau. läuft das alles recht entspannt ab. Ich glaube, der Trainer hat von Beginn an gesagt, ihr dürft die gerne bringen, ihr dürft auch zugucken, aber aus allem anderen haltet ihr euch raus. Und das klappt auch am Spielfeldrand? Ja, der Trainer macht das ganz gut. Die Jungs spielen ganz ordentlich, Jungs und Mädels spielen ganz ordentlich. Bisher gab es da noch keinerlei Eingriffe der Eltern. Ne. Und will er immer noch Torwart werden? Beides, ja. Also ich versuche ihn da immer so ein bisschen rauszubringen aus der Rolle, weil bei seinem Vater wird er nicht so groß werden, habe ich das Gefühl. Und 1,80 bin ich, glaube ich. Der Himmelmann ist auch nicht so groß. Ist für einen Profitorwart nicht gerade Gardemaß, aber er findet auch immer mehr Gefallen dran, im Feld zu spielen. Ist ein sehr flinker Linksfuß. Wird auch immer gesucht, glaube ich. Von daher, ich versuche ihn so ein bisschen mehr in die Feldspielerrolle reinzubringen. Und wenn er sich dann doch entscheidet, Torwart zu werden, dann hat er halt auch ein paar Fusi-Tricks mit dazu gelernt. Das kann auch nicht schaden. Wie alt ist er jetzt? 7, 8? Er wird 6. Er wird 6? Ja. Und dann schon mitten in der Karriereplanung? Dann ist das ja mit der... Bei mir jetzt mit 4 angefangen, ja. Also man kann nie früh genug anfangen. Nein, er spielt gerne Fußball und darüber freue ich mich und er bewegt sich und mehr ist das auch noch nicht. Was ist das dann auch? G-Jugend? Oder ja, ich glaube G2 nennt sich das, ja. Was es gibt. Und da geht einiges, sag ich dir.
Echt? Dann will man schaut das ja, erst drei. Doch, das ist manchmal schon sehr ansehnlich, was sie da machen, ja. Das fand ich im Übrigen, um jetzt mal... Das ist auf dem halben Feld aber schon, oder? Ist auf dem Viertelfeld. Viertelfeld. Okay. 6+1. Also 6 Feldspieler bis Torwart. Ja. Sebastian, du wolltest alles genau einwerfen? Deine G-Jugend, um sie nochmal rauszugraben, Unsinn. Das fand ich ja tatsächlich, du hattest neulich was bei Facebook verlinkt, das sah ansehnlicher aus, als ich erwartet habe, weil irgendwie so aus meiner persönlichen Erinnerung, in dem Alter war es noch, irgendwo liegt der Ball und alle gehen hin. Man hatte zumindest den Gefühl, man hat mal mit denen vorher drüber gesprochen, dass nicht immer alle unbedingt hinter dem Ball herlaufen sollen. Videoanalyse, Digga. Videoanalyse. Ja, hast du doch gelesen. Er so irgendwie ein Eigentor geschossen, Marathon laufen. Ja, nee, Justus hat das nicht gelesen, weil Justus ist ja nicht auf Facebook. Ach ja. Nee. Aber ich muss natürlich zur Schande der G-Jugend dann in dem Fall sagen, dass ich da natürlich nur die Tore zusammenschneide und die sehen natürlich besser aus als die restlichen 35 Minuten. Wo es dann vielleicht auch mal chaotischer ist. Mach doch mal so ein Outtake von den Eltern, die eskalieren. Du erzählst das ja immer nur. Stimmt. Boah, kannst ja, du die nicht heimlich... Oder? Ja, er muss ganz schlimm, es muss wirklich schlimm sein. Oder also, sag Bescheid, ich nehme eine Kamera mit. Also bei unserer Mannschaft tatsächlich nicht. Wir haben es eben auch so wie der Trainer einmal da am Anfang klargestellt, dass wenn einer draußen schreit, dann ist es der Trainer und die Eltern haben bitte sich fair zu verhalten. Was anfeuern, okay. Anfeuern, aber, genau. Alles ja. andere... Wir haben aber eben Situationen, wo dann da bei dem einen Spiel jemand draußen steht von den gegnerischen Eltern und dann reinbrüllt von wegen, jetzt habt ihr sie im Sack, nachdem die dann den Ausgleich geschossen haben und irgendwie da, genau, haut sie weg und auch in so einem wirklich, ich meine, kann da vielleicht nichts für, in so einer fiesen, tiefen Stimme und da die Kinder anbrüllt. Und natürlich letztens beim Hallenturnier, wo dann da der Vater von der Tribüne runter kurz davor war, dem Schiedsrichter an die Wäsche zu gehen. Was ich natürlich gar nicht verstanden habe, weil das war ja nicht eitig. Und ja, das war so ein bisschen schwierig. Aber ich könnte zumindest mal gucken, ob ich das Outtake von dem einen Spiel noch kriege, wo dieser Kommisston Vater dabei ganz war. Ich bin danach dann zu der Betreuerin des Gegners hingegangen und gesagt, super faires Spiel, hat Spaß gemacht, war 4-4 oder 5-5 ausgegangen, was in dem Altersbereich ja sehr selten ist, weil entweder gewinnst du 10-0 oder verlierst 10-0. Und das war tatsächlich ein total enges, spannendes Spiel. Dann habe ich bei ihr bedankt und habe dann nur gesagt, naja, und mit dem einen Vater, das kriegt ihr sicherlich in Zukunft dann noch gelöst. Und das sie wusste war auch. Mann. Das hätte passieren können. Oder das ist dein großer Bruder. Sie wusste auch gleich, wen ich meine und sagte, ja, der war heute das erste Mal da. Aber also scheint da dann auch nicht die Regelmäßigkeit zu sein. Aber die sind noch sonst nie da, ist jetzt auch so eine unfassbare ja. Ausrede. Der ist sonst nie da, ist ganz geil. Wir haben gar nicht gegen Rostock gespielt. Ja. Ich habe hier so ein Interview, was du gemacht hast mit einer Schülerzeitung oder ähnlichem. Und da wurde dir die Frage gestellt, ob du dir Frauenfußball anguckst. Und das hast du noch so ein bisschen abgetan und gesagt, naja, eigentlich gucke ich gar nicht so viel Fußball. Und inzwischen bist im du Fernsehen, großer Fan. Im Fernsehen. Steht das dabei im Fernsehen? Naja, meinte ich. Ich wollte jetzt eigentlich auch dazu überleiten, zu sagen, inzwischen bist du regelmäßiger Besucher unserer ersten Damen. Ja, regelmäßig. Oder ab und zu geht zumindest. Bestimmt noch öfter, aber ja, ab und an schaue ich wirklich mal hier auf den Kunstrasenplätzen an der Feldstraße vorbei. Oder Feldarena heißt die, glaube ich. Mhm. Finde ich ganz interessant und finde es super, dass da auch so viele Leute interessiert dabei sind und zugucken und anfeuern und unterstützen. Und aber auch da, glaube ich, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Warst du schon mal beim Handball bei St. Pauli? Nein, wurde ich letztens auch schon gefragt. Die haben jetzt, glaube ich, auch Sommerpause schon, aber habe ich auf jeden Fall mal vor. Musst du machen. Also Oberliga, sowohl Herren als auch Damen, ist beides hier in der Halle Budapester Straße und da ist richtig Stimmung in der Bude. Ja, das habe ich gehört. Davon wollte ich mir gerne selbst mal ein Bild machen, ja. Kann ich nur empfehlen. Aber ja, stimmt. Dürfte dann wahrscheinlich erst im September oder so wieder losgehen, denke ich. Echt? So lang? So lange haben die Pause? Ey, ist Hallensport, ne? Was sollen die da im Juli, August da... Ach, stimmt. Ja, jetzt finden die ganzen Feldturniere statt, oder? Genau. Die nach Dänemark zu den Feldturnieren fahren. Und bei uns war das in Eggeloge. 3 Tage Eggeloge. Ganz schlimm. Rasenhandball. Ja. Apropos rausschneiden. Eggeloge, kennst du nicht? Zufällig nicht. Muss doch auch mal gewesen sein. Meine Fragen größtenteils abgearbeitet. Wir haben aber natürlich jetzt noch ganz, ganz viele Hörerfragen. Also die nächsten 3 Stunden kriegen wir noch gefüllt, wenn ich den richtigen Zettel finde. Warte, ich hab's so. Frauenfußball warst du schon durch. Oder wie?
Frauenfußball. Ja, nee, also du darfst natürlich gerne noch was ergänzen. Ich finde, sie haben als Aufsteiger natürlich eine super Saison gespielt und haben ja dann auch die Klasse gehalten. Ja. Aber ich muss zugeben, ich war jetzt die letzten Male nicht da, also ich kann da momentan gar nicht so viel beitragen. Hast du auch noch die Rückseiten bedruckt? Aber ich habe die Fragen von unseren Twitter-Usern mir zwar brav angeschaut, aber vergessen sie auszudrucken. Deswegen musste ich das hier noch schnell handschriftlich vor der Sendung nacharbeiten. Ich möchte das nochmal kurz festhalten. Der Kollege M. hat sonst sowas wie 4 Zettel dabei, 3 für die letzten 3 Spiele mit Ausdrucken und einen, wo er noch irgendwelche Notizen zum Stargast hat. Heute liegt da gefühlt die Bibel in Einzelblättern verteilt auf dem Tisch. Ich finde das sehr gut, Mike, übrigens. Ich möchte da nicht einsteigen in diesen. Ich habe ihm aber auch eine Menge zukommen lassen. Ja. Ich wollte gerade sagen. Nein, von dir geschriebenen Wikipedia-Artikel. Ich hatte heute keine Zeit, das noch irgendwie zu clustern und zu minimieren, sonst hätte ich es auch auf 3 Seiten. Clustern und zu minimieren, Alter. Mach's nicht noch schlimmer, Krüge. Frag einfach und. Von dem RB Leipzig-Fan Smiley LPZ, der uns auf Twitter sehr eifrig verfolgt und auch öfter schon mal Fragen eingereicht hat. Der hat nämlich gefragt, warum heißt du eigentlich Schnecke? Oh, das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, aber deswegen bin ich froh, dass er das fragt. Ja gut, dann werde ich es jetzt zum ersten Mal hier kann er ja nicht wissen. Geben. Ja, das hat nichts mit meinen sportlichen Fähigkeiten oder meiner Schnelligkeit zu tun, sondern so haben mich meine Eltern genannt, als ich 2 Wochen alt war. Soll etwas mit meiner Schlafposition zu tun gehabt haben, dass ich da wohl immer etwas eingerollt gelegen habe. Und ja, seitdem nun fast 29 Jahre begleitet mich der Spitzname Schnecke. Hast du da eine besondere Affinität auch zu dem Tier an sich? Weil ich bin ja Mitglied im Fanclub Die Feuchten Biber und dementsprechend immer, wenn irgendwo ein Artikel in der deutschen Presselandschaft erscheint, der irgendwie Bezug nimmt auf Biber, wird mir das natürlich sofort zugeschickt. Und wir veröffentlichen das dann auch gerne auf der Facebook-Seite. Hast du da auch irgendwie kriegst du da Schnecken geschenkt oder sowas als Stofftier? Ja, ich bleib jetzt nicht jedes Mal stehen, wenn ich irgendwo auf einer Wiese eine Schnecke sehe, aber ja, ich habe zum Beispiel auch auf meinem Arm eine tätowiert oder kriege öfter mal so Kleinigkeiten bei dem T-Shirt, wo eine drauf ist oder so, kriege ich schon mitgebracht oder mal geschenkt oder mal ein Foto, wo eine drauf ist. Bei der Mopo hinten drauf ist, gibt's ja auch so einen kleinen Comic, wo öfter mal eine Schnecke drauf ist. Da kriege ich immer mal Bilder zugeschickt. Ja. Okay, wir müssen an der Stelle unbedingt nochmal Herrn Gunesch grüßen. Der hat nämlich Sprint Speed in dieser FIFA 15-Liste von 42. Wir hatten ja schon gesagt, 100 ist das Beste. Tipp mal, was du hast. Wenn der 42 hat, 80? Ihr lacht. Tatsächlich? 71. Ja. Ralle. Weißt du, was du auf 100 Meter läufst? Oder nee. Ihr messt nur 30 oder ja, sowas, genau. Ne? Das ist ja, sind eher untypische Zeiten oder Sprintstrecken für einen Fußballer. Also 100 Meter ist eigentlich ganz selten. Also 30 Meter Zeiten, 15, 30 Meter sind so unsere Sprintzeiten, ja. Und das ist 30 Meter? Was ist deine Zeit? Weißt du? 3,8 war es mal, glaube ich. ja. Boller hat ja, als er hier war, erzählt, dass ihr diese Statistiken nach Spielen ja auch mal dann bekommt und er irgendwann mal von Sören Gonter den Bestwert während eines Spiels bekommt, oder was, Schachten, weiß ich nicht mehr. Gonter, der dann während einer Spielpause durch den Mittelkreis gesprintet ist. Und das war dann der schnellste Sprint im Spiel. Also sind solche Statistiken wirklich was ihr auch mit dem Trainerteam nachher noch besprecht oder lacht ihr da alle nur drüber und hakt das ab? Ja, die Statistiken holt man ja immer raus, wenn es nicht so läuft, sagt man. Und dann müsst ihr derzeit nur drüber reden. Jedes zweite Spiel zumindest. sowas guckt man sich schon immer ganz gerne an und kann auch, glaube ich, aufschlussreich sein. Und wir haben jetzt die letzten Spiele, glaube ich, die wir gewonnen haben, sind wir bis auf das Leipzig-Spiel immer mehr gelaufen als der Gegner. Und die Spiele, die wir verloren haben, sind meistens weniger gelaufen als der Gegner. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt was miteinander zu tun hat, aber könnte man ja auch vielleicht so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen. Und
Zweikampfstatistiken und Laufgeschwindigkeit und sowas kann man schon ein bisschen was draus ziehen und vielleicht gucken sich die Trainer das an und sagen, auch da sind wir aber viel gelaufen, dann müssen wir jetzt die Woche vielleicht ein bisschen mehr regenerieren als die Woche zuvor. Also, glaub schon, dass solche Statistiken, sofern sie denn genau sind, schon wichtig sind, ja. Hast du schon mal so einen extra Fitness-Coach gehabt? Oder wie hieß er noch, der ganz Pedro González? Hast du bei dem schon mal sowas gemacht? Oder? Nee, der bietet in der Sommerpause immer so ein Mallorca-Camp an, nicht am Ballermann, sondern in einem Fitness-Club oder in so einem Robinson-Hotel, wo dann eine Woche wirklich auf Fitness, Athletik und Ausdauer trainiert wird. Und war ich aber noch nie, weil wir einfach so eine kurze Sommerpause in der Regel haben, wo ich dann auch mal froh bin, 2 Wochen Zeit mit der Familie zu verbringen. Siehst du, Ralf Gunisch war da schon mal und trotzdem hat er einen schlechteren Wert bei FIFA als du, also bringt eh nichts. Und keine Familie. Ey, der hat einen Hund. Aber vielleicht ist er deswegen auch schon auf 41 oder was war das? Ja. Du meinst vorher? Vorher 21. Kann natürlich sein, ja. Dann haben wir von Jolli Jonas über Twitter noch 2 Fragen bekommen. Die eine haben wir mehr oder weniger schon beantwortet, nämlich siehst du Chancen, dass andere deinem Beispiel der Vertragsverlängerung folgen? Haben wir vorhin schon drüber geredet. Und daran anschließend die Frage, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Sollten wir absteigen, fängt der Satz an. Das ist eigentlich nur Unverschämtheit. Die komplette Neubildung des Kaders im Fall des Abstiegs, ist das aus deiner Sicht eine Chance für den Verein oder eher problematisch? Und er schiebt auch gleich hinterher, er weiß, dass die Frage fies ist und er würde verstehen, wenn du nicht darauf antwortest. Aber du hast ja jetzt bereits drüber nachgedacht und sagst jetzt natürlich was dazu. Ja, erstmal gehe ich davon aus, dass wir die Klasse halten. Richtig. So. Punkt. falls es wirklich zu dem Szenario kommen sollte, dass es nächstes Jahr in der dritten Liga weitergehen sollte, dann weiß man auch noch nicht, was man für einen Kader dann zusammen hat. Gibt eine Menge Leute, die bei uns nur noch Verträge für die zweite Liga haben. Kann ja aber auch sein, dass davon noch einige hier bleiben, auch in der dritten Liga. Von daher wäre es, glaube ich, gar nicht so ein großer Umbruch oder kann es sein, dass es gar nicht so ein großer Umbruch so einen großen Umbruch geben muss. Und wie ich es auch schon bei Facebook auf meiner Seite geschrieben habe, ich glaube, dass Maggie ordentlich am Plan ist und am Verhandeln ist und ordentliche Gespräche führt mit den Leuten, sodass demnächst auch noch ein paar mehr Vertragsverlängerungen hoffentlich zu verkünden sind. Und dann hoffe ich einfach mal, dass es gar nicht einen so großen Umbruch gibt. Jetzt haben wir ja noch 3 Spiele, werden diese 3 Spiele natürlich alle gewinnen und dementsprechend ja auch gar nicht unten reinrutschen. Aber wenn Aue auch alle 3 Spiele gewinnt und ein Tor mehr schießt, müssen wir ja trotzdem Relegation spielen. Ja, dann haben wir Fürth noch eingeholt. Na, das stimmt. Der hat einen Punkt. Naja, es sei denn, Fürth gewinnt auch alle 3 Spiele. Oder spielen die noch gegeneinander? Nee. Gegen wen möchte ich dann spielen? Gegen wen würdest du in der Relegation? Also erstens. Das ist schön, dass du das abhörst. Ja, ja. Erste Frage, Relegation. Ich sehe solche Spiele immer sehr gerne, weil ich finde, das sind die Spiele, für die man als Fan lebt. Aber siehst du das als Spieler genau auch andersrum? Als Spieler, ja, geht's um die Wurst, ne? Das, so wie beim Pokalspiel, haben wir jetzt vielleicht nicht immer so gut ausgesehen, aber beim Pokalspiel gibt's halt nur dieses eine Spiel und entweder hast du gewonnen, bist du weiter, oder du hast verloren, bist du raus. Und das ist halt auch das Gleiche in der Relegation, nur hast du halt 2 Spiele, 1 zu Hause, 1 auswärts. Müssen wir halt das Heimspiel gewinnen dann, aber hoch. Aber das ist ja das Rückspiel dann. Das reicht, ja. Wissen wir, wie hoch wir gewinnen müssen. Okay. Und ein Gegner, wenn man die Klasse halten will, kann da kommen, wer will. Okay. Wer ist denn überhaupt im Top jetzt noch? Holstein Kiel, Duisburg. Ach ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, VfB Stuttgart, viele, ne? Die anderen Stuttgarter Kickers. Stuttgarter Kickers, ja. Aber die haben jetzt gerade so ein bisschen... Aber die sind eigentlich schon weg. Also realistisch Kiel und Duisburg momentan. Bielefeld ist doch quasi schon durch. Naja, ist quasi durch, aber könnte noch, wenn die... Theoretisch ist noch... Aber Kiel ist natürlich ein super Stichwort, weil du hast schon mal Relegation gegen Kiel gespielt. Gewonnen, was? Oder? Ja. Erzähl. Ich habe schon mal
mit der U23 damals, war, glaube ich, Relegationsspiel für die Regionalliga. Ja. Genau, da habe ich das Hinspiel mitspielen dürfen hier in Hamburg am Millerntor. Wurde danach in den Urlaub geschickt, war aber vorab schon geplant und das Rückspiel haben die Jungs dann in Kiel ohne mich gewonnen. Ja. Also von daher ist Kiel gutes Pflaster, wenn es in die Relegation gehen sollte, aber nochmal so weit kommt das gar wird nicht passieren. Kommt das ja gar nicht. Weil wenn du 3 Tore in Lautern machst, dann ist ja auch die Tordifferenz gegenüber Aue schon so viel besser. Ich habe übrigens zum ersten Mal Tabellenrechner gemacht jetzt, weil ich habe mich lange geweigert, aber jetzt habe ich es gemacht. Ich weigere mich auch. Was hat dich bewogen? Ich war kurz davor, aber ich habe, nee. Was mich bewogen hat? Ich wollte wissen, ob wir absteigen oder nicht. Ach, okay. Komische Frage. aber wir bleiben drin. Und wir gewinnen nur noch einmal und bleiben trotzdem drin. Habe ich so ausgerechnet. Also 5 Punkte. Nee, wir holen noch 3 Punkte, reicht aber. Gegen wen, ne? Bochum. Das finde ich jetzt nicht überraschend, aber... Das heißt, wir verlieren 4-3 am Betzenberg. Ja. Alter. Habe ich, glaube ich, nicht eingegeben, tatsächlich. Dann braucht der Himmelmann auch nicht bleiben. Also aber wir haben 9 Stürmer. Ja. Also ich habe ja tatsächlich in meiner kühnen Wahnsinnskalkulation ausgerechnet, dass wir vor Darmstadt schon durch sind, positiv. Das habe ich mir auch so ausgemalt. Oh, dann ist das ja beschlossen. Ja, das wäre gut. Bin ich dabei. Geht das rechnerisch? Ja, okay, klar, es geht, aber dann müssten wir ja tatsächlich jetzt mal realistisch gesprochen an Lautern punkten. Das ist richtig. Und? Aber mit 3 Toren, das ist ja auch nicht schlimm. Berechtigter. Ja, nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe da einen Punkt angesetzt und wir gewinnen dann danach gegen Bochum und das sind 4 Punkte und dann gekauft, also. Ja. Ja. Außerdem hatte ich das auch auf dem Zettel, dass wir dann sogar noch theoretisch in Darmstadt gewinnen könnten, weil Darmstadt ist dann schon weg. Und zwar negativ. Also die haben... Vierter, sicher? Ja, sicherer Vierter. Obwohl Lautern gegen uns nicht punktet oder nur einen Punkt holt, okay. Ja, weil Karlsruhe muss an denen ja vorbei und dann können sie nicht mehr Dritter werden. Und Kaiserslautern gewinnt einfach auch die anderen Spiele noch. Ja. Du bist ein richtiger Stratege, ne? Wobei, ich sag mal so, ich werde dieses Kaiserslautern-Spiel am Wochenende so unfassbar ignorieren, weil ich mit denen nur negative Erfahrungen verknüpfe, fußballerisch. Die Jungs vom FCK-Blog mögen mir das verzeihen. Sehr nett, aber das ist so das eine Spiel diese Saison, wo ich irgendwie lieber schreiend im Kreis laufe als Fußball gucken. Aber vielleicht ist es ja dieses Jahr von Erfolg gekrönt und 3 Tore. Du kannst vorher vorbeikommen, die G-Jugend angucken. Wir spielen gegen Wettelbruck Nützen. Und ich danach gucken wir dann. Bin gar nicht in Hamburg. Achso. Nee, hier, genau, da. Karlsruhe spielt nämlich am Montagabend gegen Darmstadt. Gewinnt das, ist damit an Darmstadt vorbei. Und die Woche drauf gewinnt Karlsruhe dann in Braunschweig, für die es um nichts mehr geht. Und Darmstadt muss nochmal auswärts ran in Fürth. Karlsruhe hat im Übrigen bei uns ja auch nach dem Aue-Ding jetzt noch was bei uns gut zu machen. Ja, richtig. Das ist so ein Scheiß, oder? Und Kaiserslautern kann dann nächste Woche ganz entspannt bei Erzgebirge Aue gewinnen, was für uns ja auch noch gut ist. Und schwupps, sind wir durch. 6-0. Da ist das mit der Tordifferenz auch wieder. Oh. Die brauchen wir ja nicht mal mehr, aber... 60 ja. Will ja absteigen. Zumindest Teile von 60. Das habt ihr heute verlinkt, gesagt, das musst oder? Du nochmal erklären jetzt mit dem Herrn Löwenbomber und dem Zitat. Habe ich ja letztes Mal schon mal erzählt, dass ich mit Löwenbomber, dem ehemaligen Fanbeauftragten von 1860, befreundet bin. Und der hat heute in der Süddeutschen, leider nur in München teil, deswegen mein süddeutsche Abo heute, hat mir nichts gebracht, wurde er zitiert, dass er unbedingt absteigen will, weil wenn sie in die dritte Liga könnten, können sie wieder im 60er spielen. Ich denke nicht. Ich habe nämlich auch gehört, dass nicht. Ja, das ist wohl nicht so ganz klar. Er setzte aber große Hoffnungen drauf anscheinend und ist ein bisschen näher dran. Deswegen habe ich ihm das geglaubt und will deswegen unbedingt absteigen. Ich habe gesagt, du, ich habe nichts dagegen. Mach das mal. Mein Tabellenrechner sagt Ähnliches. Darüber war er erfreut und ich erfreut. Win-win. Dann ging's. Ja, 60 spielt nämlich am letzten Spieltag in Karlsruhe. Dann ist es natürlich doof, wenn Karlsruhe vorher schon durch ist. Na wieso, dann können die befreit aufspielen. Was habe ich denn da wieder gemacht, meine Güte? Aber wenn wir am letzten Spieltag sowieso schon gerettet sind... Ist es ja auch egal, richtig. Ja, aber 60 soll trotzdem absteigen, ich mach die nicht. Nee, auch nicht. Lautern soll auch absteigen, geht das noch? Was Yusuf sagt.
Hat man als Spieler, würdest du von den Vereinen jetzt sagen, den dreien gönne ich den Aufstieg, den dreien gönne ich den Abstieg, oder ist dir das mehr oder weniger egal? Also, dass man selber nicht betroffen sein will, mal vorausgesetzt. Ich glaube, mehr oder weniger ist das egal. Man sympathisiert vielleicht mit dem einen oder anderen Verein mehr, weil man da vielleicht einen Spieler ganz gut kennt. Ich würde es Karlsruhe zum Beispiel gönnen, weil ich Ruven gerne mag, der da spielt, der Idiot. Der Arsch. ansonsten, mein Gott, Ingolstadt steht da oben. Gut, können meinetwegen auch aufsteigen. Habe ich jetzt nichts gegen, freue mich aber auch nicht und ja, keine Ahnung. Ich glaube, da hat man, solange man selber nicht davon betroffen ist, ist einem das eigentlich Schnuppe. Hättest du gerne nächstes Jahr in der zweiten Liga ein Derby? Oder lieber nicht? Das würde zumindest schon mal voraussetzen, dass wir nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen. Das finde ich schon mal ganz gut. Ob es jetzt ein Derby geben muss, das letzte, was es gab, haben wir gewonnen. Von daher. Mein Reden. Kann das auch gerne so sein, wie es jetzt ist. Okay. Sebastian? Ach, was mir nur aufgefallen ist, du gönnst Ruven mit Karlsruhe den Aufstieg. Ingolstadt ist dir egal, da kann man also so ein bisschen Beef mit Ralf wieder. Genau, ich mag Ralf, nee, der spielt ja nicht, von daher. Zu langsam. Ja, aber wenn die aufsteigen, dann hat Ralle ja auch wieder gute Chancen, zu uns zu kommen. Oh. Alter. Schwingungen. Ich finde das ja regional ganz interessant. Man könnte sich tatsächlich diese ganzen, nur du bist ja Auswärtsfahrer hier. Und Mike so ein bisschen. Man könnte sich das schön, wenn man selber in der zweiten Liga bleibt, schön nördlicher einrichten da. Ingolstadt. Krass, ne? Ingolstadt, Karlsruhe und Kaiserslautern gehen hoch, meinetwegen. Paderborn, Hannover und HSV kommen runter. Ja. Boah, wie viel Kiel, Osnabrück, Bielefeld. Genau, Kiel, Osnabrück, Bielefeld gehen hoch. Gut. Und 60, Sandhausen geht nicht mehr. 60, Aalen und Aue gehen runter. Boah. Und dann hochkommen, haben wir schon gesagt. Bielefeld, haben wir schon gesagt. Also das wäre da top, könnten wir einige Kilometer uns sparen. Und also bei Osnabrück geht, glaube ich, nicht mehr hoch, aber Duisburg dann stattdessen. Das wäre noch. Habe ich Osnabrück gesagt? Ja, Osnabrück geht nicht. Nee. Ja, super. Also finde ich auch, bin ich sofort dabei. Also das wäre jetzt natürlich, dass das alles nicht passiert, ist mir auch klar, aber könnte zumindest so ein bisschen Süd-Nord-Verschiebung hinkriegen. Ja, schlimmer als dieses Jahr kann es ja auch kaum noch werden. Richtig. Wie sehr fahrt schön. Ihr denn nach Kaiserslautern? Jetzt? Sonst wärt ihr ja wahrscheinlich Bahn gefahren. Wir wären eigentlich mit der Bahn gefahren, ja. Aber ich glaube, dass das gecancelt wurde und jetzt händeringend nach Flügen gesucht wird. Ansonsten der Bus, ne? Soll ja super Filme geben. Man kann auch Podcasts hören im Bus übrigens. Ja? Aber oder noch eine Videoanalyse. Ich habe meistens einen schlechten Empfang auf dem Bus. Nein, das kannst du dir ja vorher runterladen, spielst das dann vorne, die habt ja bestimmt einen MP3-Player da. Und nein. Dann kannst du den ganzen Mannschaftskollegen live beschallen, wie toll diese Sendung war. Dann kommt nie wieder einer zu uns. Boah, weiß nicht. Kannst fahrt dann Freitag mit dem Bus wahrscheinlich, oder wie? Also wenn nicht geflogen wird, ja. 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 Ich habe noch eine Frage von Henne Hamburg. Ja, ja. Samstagmorgen mit dem Bus fahren. Wo war das letzte Mal? Nürnberg, ne? Die hergeflogen sind, wo die Spieler das selber bezahlt haben, weil sie mit dem Bus keinen Bock hatten oder so? Oh, hat sich richtig gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Ja gut, waren schneller wieder zu Hause. Ja, stimmt. Frage, die ist auch ganz kurz. Pyro? Fragezeichen, ja oder nein? Von Henne Hamburg. Ja, finde ich geil, wenn es Pyro gibt. Sage aber auch, dass da so ein kleiner Sicherheitsaspekt irgendwie gewährleistet sein muss. Ich fände es ganz cool, wenn es sowas wie Pyro-Blöcke geben würde, wo jeder weiß, gut, wenn ich dahin in den Block mich reinstelle, kann es sein, dass da Pyro gezündelt wird, wo man dann sagt, dass sich da nicht unbedingt Eltern mit Kindern reinstellen müssen oder keine Ahnung. Dass jeder halt weiß, gut, wenn ich in den Bereich des Stadions gehe, kann sein, dass da gezündelt wird. Das fände ich echt ganz cool. Also so eine Art Führerschein für beauftragte Leute oder sowas, dass dann klar ist, wer es macht und wann er es wo macht. Ja, zum Beispiel, ja. Nimmt man als Spieler sowas wie jetzt am Wochenende, wo ja dieser Rauch, Nebel, wie auch immer, war, das war auf dem Weg ins Spielfeld oder ist man so im Tunnel, dass man das eh ausblendet? Nee, also ich generell gucke eigentlich sehr gerne zur Gegengeraden und zur Südtribüne, wenn
wir bei Hells Bells einmarschieren, um zu gucken, was da so los ist auf den Tribünen, wie die Leute drauf sind. Und es hat irgendwie zu dem Spiel gepasst. Ne? Also war, fand ich, habe ich auch auf meiner Facebook-Seite geschrieben. Geile 6903. Geile Choreo und wir haben ja auch das Spiel eigentlich direkt geil angefangen, ne? mit der Chance vom Schachter. Hat irgendwie alles gepasst so. Und ich finde schon, dass man als Spieler oder ich als Spieler das aufsauge, wenn vor Anpfiff schon eine geile Atmosphäre herrscht, dann fließt das irgendwie so über. Ja. Ich muss nochmal zu der Choreo zurück am Wochenende. Ich habe diese ganz lange Gegengraden-Tapete gelesen. Das Einzige, was ich nicht auflösen konnte, und ich schaue Justus an, vielleicht kann er mir helfen, irgendwas mit 66, danke Oschi. Also ich habe rausgefunden, um welchen Spieler es geht, Peter Ostendorf, glaube ich, oder sinngemäß, aber ich konnte mit dem Datum nichts anfangen. Ja, Justus schüttelt den Kopf. Also Aufruf an alle Hörer, wer es weiß, darf beim nächsten Mal uns hier einen Dithmarschall präsentieren oder kriegt eins gestellt oder wie auch immer. Vielleicht sollten wir Ratsherren mal fragen. Vielleicht sind die schneller, die sind ja auch näher dran. Ja, mach ich mal. Marta 1337 will uns immer noch was beliefern, da muss ich nochmal mit denen sprechen. Marta 1337? Ja, diese Liedmate. Danke, ich wollte nur kurz wissen, ob du weißt, wie die... Ja, ich bin da nicht so drin. Das Zeug ist im Übrigen lecker, habe ich inzwischen gelernt. Das ist auch so ein Hipster-Kram. So. Stimmt, im Gegensatz zu Ratsherren. Genau. Hallo, das ist... Ja, komm, Esel. Also, meine Liste ist weg. Habt ihr noch Fragen an unseren Gast? Gibt's ja gar nicht. Wie fahrt ihr nach Darmstadt? Keine Ahnung. Wie fahrt ihr zurück, ist viel wichtiger. Nach dem dann ja spätestens dann feststehenden Klassenerhalt. Ist im Sonderzug noch was in der frei, Polonaise. Oder? Der Präsident hat schon angefragt für einige in Klammern Sportoffizielle. Wäre natürlich positiv beschieden. Wir haben gesagt, wir müssen überbuchen, aber für euch machen wir es. Und dann stehen irgendwie so 10 Fans nachher von dem Sonderzug und ihr so, Entschuldigung, ist überbucht, musst den nächsten Zug nehmen. Nö, die 10 Sportoffiziellen können sich ja in die Gepäckablagen legen oder in Partywagen stellen. Ich muss an der Stelle nochmal meine Lieblingsauswärts-Sonderzuggeschichte erzählen, nämlich damals, als wir in Bochum 5-0 oder 6-0 verloren haben und schon längst abgestiegen waren. Das war die Saison, als Uli Maslow entlassen wurde. Und auf dem Sonderzug dorthin, im Partywaggon, ist Carsten Propper mitgefahren. Und es war halt so, wie man das von Sonderzügen kennt. Der Partywaggon war übelst versüfft auf dem Boden. Und irgendjemand stimmte dann an, das Lied steht auf, wenn ihr Maslow wollt. Und Carsten Propper war tatsächlich der Erste, der auf dem Boden saß. Also war sehr cool. Habe ich sehr gelacht. Fand ich großartig. In Bochum war ich auch schon mal im Gästeblock. Mit uns oder mit jemand anderem? Nee, mit St. Pauli. Diese Saison. Beim 3-3. Ja. Stehplatz, Sitzplatz? Stehplatz. Bin ich privat angereist, nicht mit dem Bus oder so, aber die 90 Minuten im Gästeblock war ein cooles Erlebnis. Ich sag das ja auch regelmäßig, aber ich finde ja Bochum immer noch das schönste Stadion in Deutschland neben unserem eigenen. Das stimmt, finde ich auch. Da habe ich auch, dachte ich. Aber der Gästeblock ist zu eng. Da kommt man so schlecht, weil es nur diesen einen, also wie ja eigentlich immer, man geht so rein und dann bleiben großer halt Eingang alle für wenig Stehplatz. Genau, dann bleiben halt alle stehen. Ich stand. Und man muss eigentlich sich immer so hoch, also und oben, dann geht's, aber wenn man halt mal ein Bier trinken will oder pissen muss oder beides, das nervt auch so ein bisschen. Musst du Hans-Peter B. fragen, der weiß, wie das geht. Ach, der war gar nicht. 93, da war es noch nicht so voll. Ich stand in Bochum wirklich zweite Reihe von oben, da super Sicht, alles frei. Und ich habe in der Halbzeit sogar noch was zu trinken gekriegt, also läuft. Ja. Dementsprechend einfach 3 Tore machen, dann bleiben wir drin, können wir nächstes Jahr da wieder hinfahren. Finde ich super. Gut, ich schaue nochmal, Fragen in die Runde, nichts mehr. Sind wir durch? Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du noch was ergänzen? Möchtest du vielleicht nochmal Werbung für deine Facebook-Seite machen? Ja, auf meiner Facebook... Nee, Ralle, es tut mir leid, dass ich mich nicht unbedingt freue, wenn ihr aufsteigt, aber deine Sprintwerte sind wirklich so, wie sie bei EA Sports angegeben werden. Da hilft auch keine Petition und nix. Die spielen übrigens in Bochum am Wochenende, sehe ich gerade, und können da den Aufstieg festmachen. Na gut. Also, schönen Gruß nach Ingolstadt. Ja. Dann
In diesem Sinne, euch allen viel Spaß, uns 3 Punkte in Kaiserslautern und ja, welches der 3 Tore du dann zum Tor des Monats einreichst, kannst du dann ja spontan entscheiden. Habe ich da Mitspracherecht? Du machst einfach 3 Fallrückzieher und sagst, sollen sie einen aussuchen. Kannst auch einen aus 60 Meter machen oder so. Fallrückzieher aus 60 Metern. Oh. Nein, ich war schon mal in einer anderen Möglichkeit. Gut, und ich denke, wir hören uns dann sicherlich noch einmal wahlweise vor dem letzten Spieltag oder kurz danach. Oh, zwischen den Relegationsspielen wäre super, müssen wir mal schauen. Da hat man auch richtig viel Zeit. Ja, genau. Total viel. Ansonsten kommt alle zu Fußball und Liebe, kommt alle zum Fanclub-Turnier, wenn es denn stattfindet. Was es nur tut, wenn keine Relegation ist, dann wäre aber halt auch Sommerfest. Also das. Genau, Fanclub-Turnier und Sommerfest am 30. Mai. Millantor-Stadion, das Sommerfest, Ecke Südkurve Gegengrade auf dem sogenannten Medienparkplatz. Bei Relegation entfällt das Ganze ersatzlos. Na gut. Ja, wo hast du denn auch diese Beamten die positiv bescheiden ersatzlos ausfallen? Wo hast du denn, du redest so viel mit der Deutschen Bahn, glaube ich, in letzter Zeit. Dieses zackige. Alles klar. Man nennt mich auch Weselk. Oh. Schwieriges Thema. Alles klar, dann schönen Abend. Wir gehen jetzt Bayern gegen Barca gucken. Und tschüss. 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 Tschüss.